Hey, Freunde des CSGOs. Schauen wir, ob es überhaupt noch jemand erkennt, wenn ich da mal versuche nachzumachen. Auf jeden Fall herzlich willkommen zur SLI League, zum SLI League Invitational Nummer 2. Mortal Kombat, also Ex-Orbit bzw. Ex-EFRAG.net Team gegen Team Spirit. Haben wir heute auf dem Plan wieder ein Best of Three, also ein relativ kurzes Vergnügen, ja, ein Quickie sozusagen. Aber ich denke, dass es ein sehr interessantes Matchup werden könnte. Die Maps sind mittlerweile auch schon da. Okay, irgendwas. Ich fürchte, das Mikrofon macht wieder komisch, aber egal. Das können wir auch anders klären. Auf jeden Fall, genau, die Maps sind schon da, das heißt, wir schauen aber ganz kurz in den Browser rein und dann können. Irgendjemand hat meinen Account verstellt. Er hat. Also, ich weiß nicht, wer es war, aber wer auch immer es war, hat einfach meine. Hat jeden einzelnen Channel aus diesem Account rausgelöscht. Ja, alle, die ich da bisher eingetragen habe, in mühevoller Arbeit, da war halt alles. Also, fast jeder 99 Damage Channel war da drin. Die sind da jetzt alle wieder raus. Ich weiß nicht, wer es war, aber wer auch immer es war, hat mir echt nicht geholfen damit. Und das Problem ist, dass scheinbar auch die Settings umgestellt wurden im Sinne von. Die Hotkeys sind nicht mehr da, ja, das ist absolut korrekt. Aber gut, auch das werde ich mal anders regeln können. Auf jeden Fall haben wir Mortal Kombat, also Dreamer, Spyder, Victor, NKL und Bubble. Und auf der anderen Seite Team Spirit, Defqor, Steamer, mein Lieblingsspieler, Sotfig, Kibaken und Coldy. Also die fünf. Russen, beziehungsweise die vier Russen und der eine Ukrainer, die heute gegen die Bulgaren antreten werden. Die Maps sind das 2 Mirage und Cache. Ja, also absoluter Standard sozusagen. Bisher gab es zwischen den beiden ein Matchup, das ist sage und schreibe 2 Tage her. Und das konnte Mortal Kombat gewinnen mit einem 2 zu 0. Einmal auf das 2 und einmal auf Cobblestone. Ja, 16-12 und 16-6. Die Halbzeit hier relativ eindeutig. Dann nochmal auf der CD-Seite ein bisschen geschwächelt scheinbar. Hier aber auf Cobblestone im Endeffekt gar nichts anbrennen lassen. Also 13 T-Runden ist natürlich schon eine Bank auf jeden Fall. Und ich denke mal, darauf wird es auch heute wieder rauslaufen. Selbst auf einem Mirage werden wir wahrscheinlich sogar relativ viele T-Runden sehen. Wir sehen hier sogar auf. Das 2, der Pick übrigens von MK, ja, von Mortal Kombat, also hier bitte nicht verwechseln. Die Winrate von Spirit tatsächlich 83%, an sich jetzt nicht schlecht, aber den einen Loss haben sie halt gerade gegen Mortal Kombat kassiert und die haben halt auch einen 11-3, damit 79%ige Winrate. Und wenn sie es jetzt vor 2 Tagen schon mal geschafft haben, auf das 2 zu gewinnen, dann sollte es doch hier auch möglich sein. Und danach kommt halt, warum auch immer hier noch Inferno steht, ist natürlich eine schöne Winrate von Mortal Kombat, aber tut nichts mehr zur Sache. Auf der anderen Seite, wie gesagt, noch Mirage, 56% bei Mortal Kombat und Team Spirit hier mit 50%. Das ist aber dann wirklich auch der Pick des russischen Teams. Also sind wir gespannt. Als letztes dann Cash, falls es soweit kommen sollte. 75% gegen 70%. Also da nehmen sich die beiden jetzt auch nicht allzu viel. Das kann, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber ich denke, spätestens auf Cash sollte Mortal Kombat eigentlich den Deckel drauf machen können. Ich denke auch, dass sie es heute gewinnen werden. Also, ja, wir werden sehen. 80% haben auf die Bulgaren gesetzt und 20% auf das russische Team. Also doch ein bisschen mehr, als ich vielleicht so gedacht. Kommentare haben wir leider keine. Das ist natürlich schade. Aber ich denke mal, wir können trotzdem schon mal in-game schauen. Denn es sollte normalerweise. Ach, ich will die ganze Zeit diese Tastenkombination benutzen, aber es geht halt einfach keine mehr. Das ist sehr, sehr schade. Aber da steckst nicht drin. Gut, also wie gesagt, das letzte Mal, dass diese beiden gegeneinander angetreten sind, haben die Bulgaren eben das 2 gewonnen mit dem 16-12. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade jetzt auch was die Anzahl an T-Runden halt angeht, so habe ich sie eigentlich auch in Erinnerung. Also sie sind ein sehr, sehr aimstarkes Team einfach und wenn sie das heute wieder einigermaßen umsetzen können. Ich bin auch sehr gespannt jetzt gerade, was den neuen Patch so ein bisschen angeht, inwiefern sie den auch schon umsetzen konnten. Aber also ich glaube wirklich, dass Spirit da. Aha, Time haben wird, sozusagen. So, jetzt ist bloß die Frage, wer ist Toadie Black? Das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht. Dima ist da, Defqor, Coldy, Sotfig. Fehlt also quasi Kibaken. Schauen wir ganz kurz mal. Ja, schnell. Ja, es ist gebacken, alles klar. Rätsel gelöst. Schauen wir mal, wer sich der Denial-Front sichern kann. Ist jetzt vielleicht hier auf das 2 nicht so entscheidend. Klar, es ist natürlich wie immer schön, sich entscheiden zu können, wo man anfangen möchte, aber es ist halt kein absoluter Muss.
Und letztendlich entscheidet sich Team Spirit auch dafür, auf der CD-Seite zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ah, siehst du, Nick, Dings habe ich gar nicht gesehen. NKL und Niki. Okay, wir haben jetzt zwei unterschiedliche. Aber gut, danke für die Info, Ray. Das haben wir nämlich gar nicht mitbekommen im Channel. Noch ganz kurz zu, hier ist ja weniger los als bei No Man's Sky. Ich habe es auch vorbestellt und ich werde es auch spielen, aber leider bin ich da wahrscheinlich zum Dreh gar nicht da. Aber ich bin super gehypt drauf. Ich fände es wirklich schade, wenn ich niemanden treffen würde. Aber gut, das wieder eine andere Geschichte. Jetzt Team Spirit gegen Mortal Kombat auf das 2. Und wie gesagt, die Bulgaren zuerst auf der T-Seite, nicht weil sie es sich ausgesucht haben, sondern weil Spirit auf der T-Seite auf der C-Seite geblieben ist. Ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war, gerade wenn Mortal Kombat auch noch ein Stand-in hat. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Aber gut. Lassen wir uns in der Hinsicht einfach mal überraschen, würde ich sagen. Jetzt gibt es hier in der First Round auf jeden Fall doch erstmal einen relativ langsamen Aufbau von Mortal Kombat. Die warten erstmal ab, ob Spirit da vielleicht irgendwo offensiv pusht, wo sie abzielen. Sind sie mehr oder weniger zumindest in der Mitte? Ja, da ist auf jeden Fall DevCost an der Xbox unten, der jetzt aber auch sofort verschiebt, dass man dann lang den Contact hat. Und damit hat, glaube ich, Mortal Kombat schon alles erreicht, was sie jetzt erreichen wollten mit diesem Push. Ja, sie wollten erstmal nur ein bisschen Unruhe in die Deckung reinbringen. Der Aspart wird hier sowieso auf Retake gespielt von Spirit. Das heißt also, sollte wirklich ein B-Split oder gar ein B-Go stattfinden, wow, dann wäre das ein ziemlich großes Problem. Schöner Shot von Bubble. Damit darf sich DevCost auf jeden Fall schon mal aus der Runde verabschieden. Junge, Junge, Junge. Versucht man da zumindest schon mal über kurz durchzukommen. Gleichzeitig noch ein bisschen Druck auf B, um jetzt vielleicht wieder diese Rotation zum Baseball drüber zu erwirken. Und das funktioniert auch wunderbar. Ah, da hätte der Schuss gegen Niki eigentlich schon sitzen müssen von Dima. Wenn er ihn so in der Position da hat, hätte er schon früher sterben können. Auf jeden Fall hier nochmal der Frag dann trotzdem. Und Victor schafft es nicht, hier Zodvik rauszunehmen. Und das könnte vielleicht sogar nochmal ein entscheidender Kill gewesen sein. Denn oh, dadurch ermöglichen sie Zodvik halt jetzt so viel Damage zu machen. Es steht noch ein Spieler vorne kurz und das ist NKL. Und wenn der sich komplett ausrastet, dann wird die Runde wahrscheinlich verloren gehen. Eieieiei, da hatte Victor eigentlich so eine schöne Situation. Spidey, der versucht das Ganze noch irgendwie auszuspielen. Der muss halt jetzt voll auf Zeit gehen, aber sie können ihn halt, sind zu viert, sie können einfach auf ihn drauflaufen. Wir sehen es genau, das passiert halt jetzt gerade eben auch. Wow, was? Er lebt halt immer noch? Gottes Willen, das hat aber super lange gedauert. Letztendlich stirbt er aber trotzdem. Sie haben sogar noch einen mit Diffuse Kit dabei, also gar kein Problem, das Ganze hier auch noch zu diffusen und letztendlich die Runde zu gewinnen. Aber da hat man nochmal ordentlich reingestruggelt. Also das sollte besser werden. Das war jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Auf der anderen Seite auch Mortal Kombat, die jetzt aber verschossen haben. So, also Victor ist halt normal so ein Flag, den halt hundertprozentig macht. Da hat er sich aber ein kleines bisschen verschätzt wohl unten an der Tor. So, schöner Kopfball schon mal gegen Spyleader, der hat noch 63 HP. Man hat hier natürlich jetzt auch geforcebite. Ja, die Bombe wurde. Moment, was heißt natürlich? Die Bombe wurde geplantet. Ah, das heißt also, die Entscheidung hier zu forcebiten soll jetzt einen gewissen Überraschungscharakter haben, sozusagen. Deswegen werden sie auch schauen, dass sie so lange wie möglich sich bedeckt halten. Und erst dann, wenn wirklich der letztendliche Go auch stattfindet, man zeigt, was man für Waffen dabei hat. Also, jemand wird vorher irgendwie dazu geforst. Jetzt gehen sie hier aus der Smoke raus. Ah, schönes Positioning da von Kibaken. Trotzdem reicht es nur für einen Frag. DevCost, jawohl, mit der Scout. Schnell getaggt und dann USP-Shots noch hinterhergesetzt. Zu seinem Glück war die UMP schon ziemlich leer, dann wäre noch ein, zwei Patronen mehr drin gewesen. Boah, wieder so eine Nate Spiley, der 23 HP noch bei ihm und bisher hat er noch nicht mal Gegnerkontakt gehabt, sozusagen. Ja, okay, räumt einen ab, dann ist der Refrag. Jawohl, Cody macht da sehr, sehr viel Schaden. Jetzt, wenn ein Zweiter sich vielleicht durchsetzt. Uiuiuiui. Da hat er sich ein bisschen verschätzt. Seine CZ war wahrscheinlich leer und deswegen die Idee dann, okay, Knife raus, dann bist du mit der CZ mal reloadest, da kannst du auch gleich mit dem Knife draufgehen. Aber gut, auch diese Runde geht mit Biegen und Brechen da irgendwie noch an Team Spirit. Erneut geplantete Bombe bedeutet aber, dass man jetzt vielleicht sogar kaufen könnte bei Mortal Kombat und sie machen es auch, weil Bubble AK, Spy Leader AK, das könnte sogar was werden. Dreimal Galil, also wenn wir jetzt mal das Equipment von Team Spirit anschauen. So viel, also zumindest die Waffen, so viel schlechter sind sie da jetzt auch nicht dabei. Granatentechnisch natürlich noch ein bisschen im Nachteil, das ist ganz klar. Aber man muss halt ein bisschen Abstriche da machen in so einer Situation. Weil du versuchst halt einfach den Gegner zu überraschen. Das ist eigentlich hier der Haupteffekt.
Und funktioniert auch wunderbar. Ja, wir sehen es, die Gegner lang haben nicht wirklich damit gerechnet, werden jetzt dementsprechend beide umgeräumt. Man hat einen 3 gegen 5 und die Runde sollte man ja jetzt wirklich holen können bei Mortal Kombat. Und ich glaube, das zeigt leider auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze hier gehen kann. Denn auch diese Frostbite-Runde war jetzt schon so extrem knapp, die Piston-Runde sowieso. Ja gut, die eigentlich nicht. Wow, jetzt echt noch überlebt. Spidey, der hier übrigens mit dem Meme auf seiner AK ist, this happens to us because we are from Bulgaria. Sehr schön, wenn auch über die Memes leben. Uiuiui, da fallen nochmal zwei Frags gegen Mortal Kombat, also Tatsache nochmal ein bisschen zurückgeschlagen worden in der Runde. Trotzdem haben sie immer noch die Überzahl. Aber ich befürchte, dass das hier durchaus nochmal kippen könnte. Sie haben jetzt momentan jeweils einen Gegner auf den beiden Spots, die man versucht, ein kleines bisschen auszuschließen, aber es würde ihm hier zum Verhängnis werden, ja. NKL zielt ihn da sofort ab und jetzt weiß man, okay, der A-Spot ist frei. Und sie werden die Bombe double planten können. Ja, sollte jetzt soweit damit dann gelaufen sein, letztendlich. Ich glaube nicht, dass Solfrick den Retake hier noch versuchen wird. Die eine Waffe zu safen, würde dir jetzt vielleicht auch nicht so viel helfen, ist aber besser als nichts. Ich meine, warum soll er die jetzt hier noch verlieren? Das macht natürlich auch keinen Sinn mehr. Also, von dem her, natürlich der Gedanke, da zu safen. Das ist ganz ehrlich auch immer noch so eine Geschichte, die mich ein bisschen wundert, dass Mortal Kombat immer noch so zu Dreamer steht, obwohl sie halt mit ihm zum Beispiel auch nie an einem Major, oder zumindest, ja, doch mit ihm halt nie an einem Major teilnehmen können. Das ist halt echt das, was ich einfach nicht verstehe. Ich meine, klar, er ist ein guter Spieler, da führt auch kein Weg dran vorbei und das ist auch alles schön und gut, dass man jetzt sagt, er ist unser Kumpel und so weiter, aber auf Dauer, wenn sie halt wirklich mal sich etablieren wollen, wirklich erfolgreich werden wollen, dann müssen sie halt, denke ich, wirklich auf Dreamer verzichten irgendwann, weil es macht halt so einfach keinen Sinn, dass man dann teilweise in den Ligen mit ihm spielen kann, dann muss man wieder ohne ihn spielen, dann braucht man wieder irgendeinen Stand-in, dann ist das wieder bla bla bla. Es macht halt auf Dauer einfach mehr Umstände und ich bin mir sicher, man würde da auch noch einen ähnlich starken Spieler finden. Ich meine, sie hatten eine Zeit lang über diesen Punisher am Start, der war zum Beispiel auch nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, sie hatten halt so viel Potenzial einfach. Aber wie gesagt, können es halt kaum ausleben, weil dann halt leider auf den wichtigen Turnieren, also bei denen, wo es wirklich drauf ankommt, wo sie wirklich auf sich aufmerksam machen könnten, Minor, Major und so weiter und so fort. Es ist halt schwierig. So, Spidey da unten in der Mitte direkt mit zwei Frags. Jetzt hat man Sodfick drüben am B-Spot noch stehen, der allerdings auch umgeräumt wird. Gleichzeitig Spidey da unten aus der Mitte nochmal rausfährt. Jawohl. Ist jetzt sehr, sehr gut, dass die MAC-10 halt hier sehr, sehr viel Schaden machen kann. Ja, denn er hat jetzt insgesamt 1800 einstreichen können. Denn er bekommt ja 600 pro Kill. Und letztendlich dann, ja, DevKost hier mit seiner Deagle. Klar, draufgehen bringt ihm jetzt auch nicht unbedingt was. Also normalerweise sagt man jetzt, ja, die Deagle braucht er nicht safen. Aber ganz ehrlich, ob er jetzt auf den B-Spot rennt und seinem Gegner vielleicht die 600 Dollar oder die 300 Dollar, je nachdem wer ihn killt, noch schenkt. Oder ob er einfach hofft, dass sie zu ihm kommen und er dadurch vielleicht noch einen Kill machen kann. Das tut sich nicht viel. Ja, die Geschichte mit Dreamer und seinem Wackmann ist ein bisschen schwierig. Also angeblich, laut seinen Aussagen, ist dieser Wackmann halt durch einen, weil sein Account gehackt wurde, entstanden. Ja, weil der Hacker dann damit gespielt hat, sozusagen. Aber Valve hat diesen Fall überprüft. Und sie sagen, sie werden den Bann bei ihm nicht aufheben. Haben den Bann aber bisher definitiv bei Spielern aufgehoben, die auch nachweisen konnten, dass sie halt gehackt wurden letztendlich. Und wenn Valve das überprüft hat und zu dem Schluss gekommen sind, dass es für sie nicht so aussieht, als wäre dieser Account gehackt worden, als gecheatet wurde. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es gab auch schon genug Fälle, in denen Valve diesen Wackmann dann wieder revidiert hat. Nachdem sie, oder zumindest den Wackmann nicht revidiert hat, aber die Sperre aufgehoben haben für diesen Spieler. Ich denke jetzt nicht, dass Valve versucht, einen Spieler da absichtlich diese Chance quasi zu nehmen, auf dem Major zu spielen. Das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn ich ehrlich bin. So, Victor Mitte unten hier in dieser ersten ordentlichen Waffenrunde jetzt mit dem Kill.
gegen Dima. Damit hat man natürlich schon eine gewisse Kontrolle gewonnen und jetzt hat man versucht, mit diesem Offensivmove da nochmal in gewisser Weise zurückzuschlagen bei Team Spirit. Da hätte mir allerdings eine Flash viel besser gefallen, mit der CT dann eventuell rumzieht. Aber leider ist er da ohne dann gegangen und dementsprechend halt auch einfach nur abgezielt worden. Jetzt hat man wieder ein 3 gegen 5, diesmal ist Spidey da schon ein bisschen gelitten. Das heißt also mit 28 HP eher eventuell noch ein Kandidat, der hier noch rausgenommen wird. Ja, aber NKL, glaube ich, hat da schon ein ganz gutes Timing. Schöner Headshot von Kibaken. Devkos kann allerdings Niki nochmal rausnehmen. Damit hat man wenigstens ein 4 gegen 2. Aber es scheint momentan so zu sein. Ja, man hat den Ausbau sowieso schon ausgeschlossen. Also sie wissen, dass die beiden Spieler irgendwo Richtung B gestanden haben müssen. Mit Zotfick da in der Ecke rechnen sie jetzt momentan noch nicht. Aber ich glaube, Bubble wird es trotzdem überprüfen, wenn er da rumgeht. Ja, das ist einfach so eine Standardpose, da schaust du hin. Er hat jetzt nicht genau auf die Ecke gezielt, sondern einfach nur in die Richtung quasi geaimt, dass er sieht halt, ob jemand da ist oder nicht. Und letztendlich hat es ja dann funktioniert, auch wenn es ein bisschen shaky war. Denn wenn du halt so, also wenn du dich direkt quasi auf den Gegner zielst, dann kann es halt durchaus sein, dass der Gegner einfach noch den Vorteil hat, wenn du erst noch nachzielen musst. Aber in dem Fall, wie gesagt, Babel ja einfach schnell genug gewesen. Vielleicht sehen wir ja bald MK Muxer incoming. Dann spielen wir auf dem Major. Also einen neuen Hard Carry. Ich werde da wahrscheinlich auch wegen Throne gebannt. Schade. Schön, Schock von Kibaka nochmal. Der scheint ganz gut am Point zu sein heute. Zumindest was man bisher gesehen hat. Victor schon mal ganz gut. Au, wenn der Victor jetzt auch noch bekommen hätte, das wäre es natürlich gewesen. Aber der kann sich gerade noch so durchsetzen mit 6 AP noch, die er übrig hat. Eieieiei, das war aber shaky, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte es eigentlich schon gesehen, dass Gebanken den zweiten auch noch holt. Also vor meinem inneren Auge hat es sich eigentlich schon so abgespielt. Ja, jetzt war sie da geduldig genug, dass Spirit nochmal verschoben hat auf den A-Spot. Also sollte man hier auf B ohne größere Probleme draufkommen, sollte dann auch die Bombe blenden können und ich vermute, dass es das dann gewesen ist mit dieser Runde. Die beiden gehen sogar auch weg, auch wenn sie jetzt diesmal wirklich nichts zu safen haben, außer dem P250, aber ganz ehrlich, das ist nichts. Sagte er und beide machen nächste Runde. Oh, das ist natürlich schon was. Das hatte ich wieder nicht auf dem Schirm, aber deswegen spiele ich auch nicht bei Team Spirit oder bei Mortal Kombat. Natürlich, die beiden AKs, die Gebarken voll geholt hat. Ja, bin ich denn völlig geistesgestört? Na gut, 4 zu 2. Also Mortal Kombat auf jeden Fall, das muss man jetzt ganz klar sagen, seit diesem Early Buy die Kontrolle übernommen. Ja, haben jetzt diese 4 Runden in Folge geholt. Die sahen eigentlich auch alle ziemlich locker von der Hand aus, sozusagen. Aber das ist natürlich jetzt noch lange kein Grund, dass Spirit hier sofort den Kopf in den Sand stecken muss. Auf jeden Fall wurde Sotfick da gerade in der Mitte schon mal angeschossen, was jetzt ein bisschen problematisch ist für die B-Verteidigung, denn sie haben gerade ihn jetzt auch alleine auf B gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sein, also mit 36 AP ist das schon schwierig, den B-Spot noch zu halten. Ah, der Move ist gefährlich auch. Was ich jetzt viel besser finde, ist der Refrag-Versuch an der Xbox. Leider ist Dima da ein bisschen zu zögerlich rumgegangen. Jetzt holt NKL auch noch Sotfick vom B-Spot weg. Wie gesagt, er mit seinem Low-AP war da sowieso schon in einer schwierigen Position. Schöner Schuss von Dima. Jawohl, da sitzt auch der Zweite noch. Aber Bubble kommt nochmal um die Ecke. Es ist vielleicht wieder ein kleines Stückchen zu spät. Cody versucht nochmal hinten über die Lower-Cards nachzupushen. Und da vielleicht schnell Deckel draufzusetzen. Aber Victor passt halt wunderbar auf. Setzt den Headshot auch gegen ihn, was natürlich leicht ging, da der Gegner keinen Kevlar auf hatte. Oh, und Deathcost nimmt ihn tatsächlich noch mit, auch da scheint das Kevlar gefehlt zu haben bei Victor und somit geht diese Runde noch an Team Spirit.
Also Dima konnte da mit seinem beherzten Eingreifen, denke ich mal, kann man es schon nennen, die Runde nochmal drehen. Denn diese beiden Headshots, die waren wirklich, die waren von oberster Not. Aber von alleroberster. Da auch nach dem ersten Frag keine mehr so wirklich für kurz zu interessieren. Da wieder durch die Smoke, wieder mit dem Kill auch. Also bei ihm scheint es jetzt ein bisschen besser zu laufen, aber ich fürchte die Nate. Ah, die hätte diesen Run vielleicht sogar unterbinden können. Eieiei, Enkel hat da jetzt gleich einen ganz schönen Haufen Arbeit vor sich. Gut, dass die ihn jetzt gleichzeitig facen. Ja, okay, auch wenn es jetzt ohne Headshot war letztendlich. Trotzdem den Kill da setzen können und Team hat dann im 1-2. Ja, ich frage mich jetzt wirklich mal, wann Team Spirit anfängt, die Offensivmoves einzustellen. Also das ist ja momentan eine Krankheit. Die machen es einfach jede Runde und werden halt jede Runde auch wieder zusammengeschossen da kurz. Irgendwie machen sie es aber trotzdem weiter. I do not know it. Aber gut. Gegenrunde tut weh, kostet sehr, sehr viel Geld letztendlich. Wahrscheinlich sogar die Doppel-Eco für Team Spirit. Wieder der Anschluss in der Mitte, hat Zotfig erneut erwischt. Das ist halt ekelhaft, ganz ehrlich, wenn du immer wieder in der Mitte so angeschossen wirst und dann jede Runde wieder nur mit 20, 36, wie auch immer, halt einfach mit wenig HP in die Runde reingehst. Das nervt einfach nur tierisch. Team Spirit jetzt vor, sie gehen einfach offensiv, schicken Deathcost jetzt mal rein. In der Runde ist es okay. Da darf man auch gerne offensiv reingehen. Sie haben jetzt den Waffennachteil, irgendwie müssen sie das jetzt ausgleichen. Victor und Spidey da wieder mit jeweils einem Kill. Und dann ist der Arsball hier auch wieder frei, ne? Das ist ganz easy. Spidey da kriegt auch keinen Kill mehr. Könnte jetzt sogar passieren, dass sie flawless durchkommen. Ist jetzt wieder so ein bisschen die Geschichte, wie sehr geht man noch rein bei Mortal Kombat? Legt man es noch drauf an, sagt man sich, okay, die haben sowieso nur Pistolen. Warum sollten wir drauf gehen? Aber letztendlich, ich denke, es wird bei diesen 2 gegen 5 bleiben. Und damit auch beim 6-3. Ja, natürlich jetzt mit 5 Leuten durchzukommen, ist halt super komfortabel für Mortal Kombat. Dadurch können sie sich jetzt schön Geld zurücklegen, können die Gegner damit auch wieder unter Druck setzen, wenn die wirklich mal eine Runde holen sollten, weil dann natürlich der Punkt wieder der ist, dass die gleich wieder eine Waffenrunde gegenlegen können. Und dann dementsprechend natürlich auch man sich halt nicht zurücklegen kann, im Sinne von, wir spielen da gleich gegen die Eco, wenn wir jetzt mal eine Runde zwischendurch holen. Sondern schaue ich das Geld bei Mortal Kombat an. Das sind halt 2-3 Runden, die sie in Folge kaufen können. Und das sind halt 2-3 Runden dann, die Spirit halt eben nicht gegen eine Eco spielt, sondern immer wieder gegen Waffenrunden ran muss, die wahrscheinlich dann immer wieder teuer werden. Die, wo da ständig wieder so dieses Damoklesschwert über einem schwebt, dass du vielleicht gleich wieder die Doppel-Eco musst. Ja, das ist einfach ein gewisser Druck, der dann auf einem lastet. Einfach nur durch diese Geldsituation alleine schon. Schöner Shot von Zotfig. Der hat natürlich jetzt ordentlich Wut im Bauch, wegen den Anschüssen die ganze Zeit in der Mitte. Hat er mal zurückgeschlagen. 89er Nate gegen Deathcost. Das ist auch immer ganz, ganz schwierig. Also so eine Nate tut einfach nur weh. Die tut im Herzen weh. Oder eher am Köpfchen.
Frag. Letztendlich hat man also hier eine 3 gegen 4 Situation und so rosig. Ich weiß jetzt auch ganz ehrlich nicht, warum. Warum macht man so einen Move gegen eine Eco? Warum schickt man da einen Spieler alleine an B ran, der contactet? Ich meine, klar, sie kriegen Informationen dadurch, aber ist die Information wirklich wert, dass sie in die Unterzahl gehen? Ich denke nicht. Jetzt contacten sie halt weiter dagegen. Warum denn dieser Contact gegen B gegen eine Eco, wenn sie auch noch wissen, dass da wahrscheinlich jetzt eine AK steht? I don't trust it. 6 zu 4. Die haben sie sich jetzt aber sauberst selbst zuzuschreiben, die Runde. So, diesmal hat Steamer damit erwischt. Ausnahmsweise mal nicht Sotfick, der wird vielleicht mal ganz froh sein, dass er mal eine Runde Pause bekommt. Ja, es ist halt schwierig, aber Bubble ist da scheinbar sehr, sehr sicher. Jetzt, Jungs, lasst doch jetzt mal diesen Kurzoffensiv-Mist. Es funktioniert nicht, okay? Aber Dev kostet in der Mitte auch auf 15 AP runtergeschossen. Die Barken kann sich jetzt wenigstens einmal in der zweiten Instanz dagegen wehren. Flashline, die wird von allen gleichzeitig gedodged. Einer sollte eigentlich immer hingucken. Trotzdem. Ey, wieso passiert das denn ständig? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, du bist gemutet, Monster Cat. Du machst trotzdem Musik. Why? KL und Bubble im 2 gegen 3. Jetzt schauen wir mal, was die vorhaben. Wir gehen jetzt durch, kurz durch. Ja, man hat ja vorher diese beiden offensiven Spieler rausgenommen. Oh, Dev kostet bitteres Timing. Oh, ob sie ihn noch rechtzeitig sehen, ob sie ihn da sehen. Ah, ich denke erstmal nicht. Okay, da hat er jetzt ein kleines bisschen Glück auch noch gehabt, aber man muss natürlich dazu sagen, klar, es ist ein 2 gegen 3, es ist eine Unterzahl. Oh mein Gott, NKL, was macht denn er da? Er könnte wenigstens mal kurz einen Gedanken daran verschwenden, dass vielleicht noch jemand an kurz steht und sich dann nicht einfach komplett offen positionieren. Bubble under Smoke, der hofft jetzt mit diesem kleinen außergewöhnlichen Move, da schon mal vielleicht die Überzahl oder zumindest die ausgeliehene Situation rausholen zu können. NKL verteidigt dabei den Spot, das macht er sehr, sehr gut. Und dann kommt Bubble da plötzlich hinten raus mit dem Bait aller Baits sozusagen. Nein, er hat es einfach nur so ein bisschen verpeilt von dem Timing her, aber war völlig gut. Alles ist hier gut gelaufen. Und damit die siebte Runde für Mortal Kombat. Wieder eine Gegenrunde, die Spirit da kassiert. Diesmal gehen sie mit ein bisschen mehr Geld raus. Wir werden also nur eine Eco machen müssen. Dadurch, dass sie ja die Runde, die sie geholt haben, ja auch aus der Eco rausgemacht haben. Gibt es einen Kurzoffensiv-Push? Das ist ja was ganz was Neues. Das ist ja mal was Neues. Schönes kleines Anklöpfchen nochmal da gegen NKL, hilft aber auch nichts. Letztendlich wird Dima vorher noch rausgenommen, bevor dann der Kill fällt. Auch wenn es ein schöner Headshot war. 8 zu 4. Gut. Jetzt weiter die Runde Nummer 13 mittlerweile. Ja, ich meine, man muss jetzt also denke ich mal zusammenfassen, auch wenn man die eine Anti-Eco verloren hat, muss man trotzdem sagen, dass Mortal Kombat hier jetzt auf das 2 zumindest schon einen besseren Eindruck macht. Cody und aus der Mitte raus. Boah, da werden sie fast ein bisschen zu früh hier rausgepusht eigentlich. Haben jetzt die beiden Kills aus der CD-Base nochmal kassiert, aber trotzdem einen an B bekommen, beziehungsweise auch. Oh mein Gott, der hat auch keinen Bock mehr. Aber der Repreisel wäre, der ist weg. Und Bubble macht das, was man normalerweise nicht unbedingt macht gegen CD-Base Facen, aber letztendlich ist er damit erfolgreich. Ja, und Kibaken dann der letzte verbleibende Spieler.
wie er mal einfach ins. Ich meine, wenn ihn jetzt normal geholt hätte mit dem No-Scope, okay, dann wäre es schon auch ein ekelhafter Shot gewesen, aber es wäre noch okay gegangen. Aber ihm so ins Gesicht zu springen und dann No-Scope auch noch mit dem Headshot wegzudrücken, das ist dann einfach immer nochmal so ein Ekelfaktor, der halt oben drauf kommt, weil so ein Headshot fühlt sich einfach immer nochmal schlimmer an. Das Spidey da kann Kibaken da den Headshot setzen, bevor der ihn nochmal trifft und damit 9 zu 4. Bubble Wackbahn? Seriously? No. Seriously? Nein, da wirklich nicht. Also von dem her. Also ihr müsst ja auch Wackbunnet sagen. Wenn wir es schon authentisch machen wollen. Es gibt's doch einfach nicht. Jede Runde wieder werden die angehittet. Das ist halt unglaublich. Also ich hätte echt keinen Bock mehr, glaube ich. Ah, Victor, der ist da schon auf lauer Position und auch erfolgreich damit. Kurz gestruggelt, aber... Spidey, der macht einfach klassischen an die Wand-Tacker und dann passt das alles. So schauen, dass man sich den Poli durchsetzt. Ja, ist halt eine schwierige Situation für ihn so, weil er muss halt reinfacen, weiß aber genau, wenn er halt einfach nur minimal zum falschen Moment rumgeht, hast du mit 11 HP schon verloren. Und dann wird Niki da auch nochmal tätig. Dementsprechend dann also das 10 zu 4. Jetzt hat man zumindest nochmal relativ ordentlich kaufen können für diese letzte Runde bei den Spielern von Team Spirit. Schauen wir mal, ob sie damit vielleicht nochmal was reißen können. Zumindest im First Track haben sie mal wieder bekommen. Gebacken ist da an Lang Down gegangen. Ich weiß nicht. Das ist alles schwierig momentan. Cody. Wie gesagt, ich denke mal, der Pick wirklich auf der 10. Seite anzufangen, der war auch nicht so intelligent. Ob man sie jetzt sowieso nicht so viel Chancen auf das 2 ausgerechnet hat oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich hätte wirklich lieber die T-Seite gepickt. Aber noch scheint hier nicht alles verloren zu sein. Also Spidey da und Bubble. 2 gegen 3. Wobei, es wäre jetzt auch nicht das erste, was sie ausgespielt haben. Und Dima ist auch hier wieder low HP. Allerdings wurde da schon ordentlich das Parade durch die Tor gesetzt. Zotfick. Er könnte eigentlich so gut heute. Aber leider wird halt jedes Mal durch die Tor geschossen. Außer in dieser Runde. Hat sich jetzt auch mal auf dem A-Spot positioniert. Hauptsache, er muss nicht mehr diesen blöden Dorf vorbeirennen. Oh, wie krass wäre das jetzt, wenn er da einen Predict-Shot kassieren würde durch die Box. Man kann ja Tatsache durchschießen. Ich denke mal, jeder kann sich da doch an den Kill erinnern, den Kenny S, glaube ich, war es, auf das 2 im Finale gegen Fnatic gemacht hat bei der ESL One Cologne 2015. Boah, das war ein Brett. Das war aber ein ordentliches Brett. Er muss die Bombe jetzt eigentlich fast durchblenden, außer er schafft es irgendwie. Oh mein Gott, Bubble! Aber das wäre aber wirklich ein Lenkrad. Er hat ja echt im Kreis geschossen. Und der letzte Spieler, die hat sich sogar kurz noch gezeigt, ist aber dann rechtzeitig weggekommen, sodass es für Bubble keine Möglichkeit mehr gab, die Runde noch zu entscheiden. Denn er hätte ja, wenn dann, entweder beide killen müssen oder noch irgendwie in Time die Bombe legen, aber das war sowieso schon rum. 10 zu 5, Mortal Kombat ist also hier, ja, doch ganz ordentlich in Führung. Wie gesagt, sie kamen jetzt auch wieder das stärkere Team vor. Letztendlich sind sie aber jetzt auf der... vermeintlich schwächeren Seite noch auf dieser Map. Auf der CD-Seite. Und wahrscheinlich auch ihrer schwächeren Seite auf der Map. Weil sie brauchen immerhin noch 6 Runden. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unerheblich. Das muss man schon mal dazu sagen. Klar, wenn sie jetzt die First Round holen, ist es schon wieder eine komplett andere Geschichte. Aber Victor holzt auch direkt die ersten beiden weg. Spidey da zumindest. Eieiei, aber dann geht auch Victor noch down, weil Cody hier einfach 2 schöne Glock-Headshots auspackt. Aber gut, sie haben 2 gegen 2 getauscht. Nicht schlecht.
Jetzt hat man sich da überlegt, an Lang durchzupushen. Nachdem er da auch schon zwei Frags gesetzt hat. Klar, die Rotation hat schon längst stattgefunden. Aber letztendlich hat man trotzdem einen gewissen Raum bekommen, den man halt jetzt ausnutzen möchte. Das ist ja völlig okay. Auch, boah, Defgos sehr schön hier. Den Headshot und den Hitter nachgesetzt. Jetzt kommt es ein bisschen auf Dima an, ob er sich da gegen Bubble durchsetzen kann. Wenn ja, dann hätte man eben das 2 gegen 1. Dann das wäre schon eine ordentliche Vorteilssituation. Dima, 49 HP noch bei ihm. Er schafft es einfach nicht, den Gegner da zu treffen. Jetzt wird die Bombe nochmal geplantet. Bubble marschiert er einfach durch, schafft es aber auch. Oh, weißt du, den macht er dann wieder. So den Wischer. Sehr schön. NKI pickt dann auch noch Dima raus und dann ist die Runde gelaufen. Eieieiei, da macht's Rums. Sorry, ich weiß leider nicht genau, was da mit der Werbung hier immer wieder los ist, die einfach zwischendurch gespielt wird. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Also ich bin nicht immer so, hehehe, gute Aktion, drück ich gleich mal auf Werbung. Sondern, Schäkel, Schäkel. Sondern das scheint hier irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wird hier einfach immer Werbung gespielt. Ich kann euch leider nicht erklären, wieso. So sauer bin ich deswegen. So sauer, wirklich. Na gut, Spirit aber dementsprechend mit dem Force-Buy. Auch sie Force-Buy, nachdem sie die Bombe geplantet haben. Versuchen damit jetzt direkt gegenzuhalten und dadurch die Gegner vielleicht auch ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Aspadi hat auch tatsächlich den Mitte-Oben-Push gemacht, sollte spätestens jetzt eigentlich wissen, dass der Force-Buy eben gespielt wird. Durch hier, versucht damit Druck auf den A-Spieler aufzubauen und den bekommt NKL ja gerade absolut ab. Der Headshot war jetzt gar nicht mal so dramatisch, hat dann nur 15 HP Damage gemacht, aber leider struggelt er total, schafft es da nicht einen Frag zu ziehen. Wenn Victor noch nicht mindestens diesen einen gemacht hätte, dann hätte ich sogar sagen können, geht direkt safen, Jungs, die ist gelaufen die Runde. Aber so kommt NKL nochmal rechtzeitig, jawohl, der Jumpshot sitzt natürlich auch mit der Scout. Jetzt zieht Niki einfach schon durch. Oh, aber das interessiert Defcost überhaupt nicht. Sei kein Loser, kauf Diffuser. Mit Diffuser wäre er locker schon durch gewesen. Eieieiei, und dann holt Defcost einfach nochmal beide weg. Aber wie easy das dann auch für ihn war. Viel zu einfach. Einfach ist eigentlich nicht, aber geschafft hat er es trotzdem. Na gut, dann man hier nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen ranzukommen, bevor es wirklich mit dem Ernst des Lebens losgeht. So, Spirit mit dem Mitteaufbau, ganz normaler Ablauf. Gerade auf das 2. Spirit hat auch noch eine Chance, gerade über den E-Force wieder am Start. Gefällt mir der Name. Machen sie aber echt immer. Das ist wirklich eins der Probleme auch dieses Teams. Da wird einfach immer reingeforst. LDLC auch mal eine Zeit lang. Oder soll ich sagen LDL Force? Von Kinder Mitte oder NKL, das wäre natürlich ein schönes Duell gewesen, wenn er das gewonnen hätte. Niki hat eigentlich auch noch eine ganz gute Möglichkeit, denn die beiden Oma wären nichts mehr. Die sind ja eigentlich schon tot. Das sind ja lebende Tote. Victor und Niki im 2 gegen 3. Wie gesagt, Defcost und Sotfick gut angeschossen, aber sie selbst haben halt auch super wenig. Was? AP? Und Sotfick bekommt den Kill da halt nicht. Oh, noes. Victor setzt sich auch noch durch gegen Defcost und dann fällt hier auch noch ein Coldy. Und damit ging der Force-Buy auf. 12 zu 6. Ach, Boys. Aber den hätte man auch machen können, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also der Frag gegen oder von Gandalf aus wäre jetzt nicht
Wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ach, und was macht Team Spirit? Die forcen auch direkt rein. Warum auch nicht? Je mehr, desto besser. Mortal Force Hit. Es wird immer besser. Aber bitte nicht wundern, wenn meine Stimme manchmal ein bisschen, ja, bricht bzw. crackt. Also, der Voice Crack. Denn die, ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit den Stimmbändern. Das passiert leider. Da kann ich auch wenig dagegen machen. Außer vielleicht einen Schluck trinken. Aber ich habe leider gar nichts zu trinken da. Deswegen RIP. So, jetzt aber hier, wie gesagt, dieser Force Spy von Team Spirit, die erstmal wieder versuchen, Richtung kurz durchzugehen, gleichzeitig auch noch lang eingenommen haben. Ja gut, ist jetzt ein klassischer A-Split, wenn man hier einigermaßen ordentlich durchkommt. Gerade jetzt gegen lang, wird eine interessante Geschichte, weil mit lang fällt er gleichzeitig auch kurz, beziehungsweise umgekehrt. Ja, obwohl umgekehrt ist es gar nicht mal so schlimm. Aber wenn der Langspieler nicht aushält, dann hat der K-Spieler ein riesengroßes Problem. Jawohl, Victor, oh, schön rübergezogen, der zweite, der war delicious. Jawohl. Und dann wird einfach aufgeräumt. Zack, durch die Fuse, beide da kommen. Geranda jetzt. Bomb has been defused. 13 zu 6. Tja, und Spirit eigentlich trotz gelegter Bombe jetzt normalerweise mit einer Eco. Müssen sie jetzt auch in diesem Moment ausspielen. Das heißt also, wahrscheinlich werden wir die 14. Runde für Mortal Kombat sehen. Wobei es ja auf der anderen Seite auch nicht die erste Anti-Eco wäre, die hier schief geht. Die rollen dann auf 14 zu 6. Also, alles im Griff. Die Mortal Force-Spieler. Ich weiß nicht, mir kommt es halt mit diesem ständigen Reinforce und immer so vor, als würde man sich da einfach so überlegen fühlen gegenüber dem Gegner. Dass man sich halt denkt, ja, wir können sowieso forcen, weil so nach dem Motto gegen Noobs immer kaufen. Aber ich denke mal, so ist es halt eigentlich auch gar nicht gemeint. Aber das ist halt einfach nur, das ist dieses Gefühl, was man dadurch einfach bekommt. Auch wenn es vielleicht wirklich gar nicht der Reality entspricht. Keine gute Position von NKL. Zumindest nicht in dieser Situation. Deathcost snackt sich unten in der Mitte auch noch einen weg und damit sieht die Runde eigentlich schon ziemlich gut aus. Ja, vor allem, wenn man jetzt den Baseball noch ausspielen will und wenn Niki da jetzt nicht mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute holt, dann ist die Runde auf jeden Fall gelaufen und wir haben es gesehen, da ging ja überhaupt nichts. Victor setzt sich zumindest nochmal gegen Sotvik durch. Das heißt, man kann sich in dieser Situation nochmal ein bisschen über Wasser halten. Zumindest die zwei Waffen zu safen wäre schon ganz in Ordnung, wenn wir uns das Geld mal so ein bisschen anschauen. Das würde auf jeden Fall nicht schaden. Zu 7. Der Chat macht wieder Harakiri. Das furchtlose Suizidkommando aus dem Chat. Die kennen da nichts. Da kann man nichts sagen. So, Victor den Long Rush Block jetzt alleine ausgespielt. Das ist natürlich nicht allzu erfolgsversprechend, deswegen muss er sich da sehr, sehr früh zurückziehen.
Und letztendlich führt es auch dazu, dass man halt hier lang komplett verliert. Oh. Da hat er aber Glück gehabt, der liebe Bubble. Na, Victors Position gefällt mir da nicht so gut an. Das Problem ist, wenn man sich so an die Smoke stellt, dann hebt man sich schon so sehr davon ab, ja, dass sie nicht easy sehen werden. Und man selber nimmt sich ja quasi nur das Sichtfeld. Das Buddy und Victor schafft es jetzt trotzdem, etwas einen Kill hier zu ziehen. Dadurch, dass die Smoke auch gerade schon gefadet ist. Dev kostet auch noch mit 10 AP, nachdem er den Headshot abbekommen hat. Oh, trotzdem fallen nochmal 2 Kills gegen Mortal Kombat. Okay, versucht hier schnell über kurz nachzupushen. Failt allerdings den Jump. Ich kann ehrlich. Ehrlich gesagt auch nicht. Ich gebrauche nochmal mit einem guten Spray gegen Nikki. Ich weiß nicht, was jetzt wieder passiert ist. Also sie hatten die Runde eigentlich wunderbar im Griff. Alles easy. Alles gut. Und dann wird die einfach nur so wasted. So, auf geht's, Enkel. Zeig mal was. Ninja Defuse will ich jetzt sehen. Und zwar sofort. Reinflashen, Tibbers und dann durchdiffusen. Win. 14:8. Jetzt gibt es mittlerweile die Eco für Mortal Kombat und C4 ist in Tatsache mal nicht, sondern es werden einfach Pistolen gelegt und damit schaut man dann, was geht. Ja, das war wahrscheinlich allzu viel. Es gibt mit auf jeden Fall einen ordentlichen Fight hier an dieser Position. Und es wird auch ordentlich reingesprayt mit den 5-7s und es wird auch ordentlich Schaden verteilt mit den 5-7s und es wird auch der erste Kill gemacht. Nummer 1, Nummer 2. Oh mein Gott, kann man das als Taktik bezeichnen? Wow! 5-7 at its finest. Irgendwie sowas muss sich durchsetzen, damit diese blöde Waffe endlich mal genervt wird. Das kann man, denke ich mal, als Speerfeuer bezeichnen. 15:8. Und dann holen die wieder so eine Runde. What is the meaning of life? Oh, hallo. Und Defcost drückt ihn einfach weg. Schön auf Timing abgedrückt, abgeschossen. Und damit die frühe Vorteilssituation rausgeholt. Könnte jetzt fast sein, dass hier nochmal die gute alte Knochenregel zuschlägt. Also ich könnte es mir zumindest vorstellen. Schauen wir mal, vielleicht schafft ja Mortal Kombat das irgendwie noch, sich aus der Situation zu befreien. Aber bisher wirken sie da eigentlich noch nicht so glücklich. Ich musste auch kurz, also ich weiß nicht genau. Ich dachte, also ich wollte wirklich abgeschossen sagen. Aber irgendwie. In meinem Kopf hat sich auch abgeschossen gebildet. Also nachdem ich es aber gesagt habe. Also ich hatte nicht, in dem Moment, in dem ich sagen wollte, war das nicht so, sondern danach dann. Oh Gott, das richtig schön. Oh Mann. Gut, Pause-Call jetzt nochmal von Mortal Kombat. Will man sie vielleicht nochmal kurz besprechen? Abgeschießt, wollte ich eigentlich sagen. Nach Timing abgeschießt.
So, zwei Leute können safen. Wie gesagt, der Pause-Call ist aber trotzdem durch. Bubble has 20% loss. Oh, please no. Please no DDoS. Ist aber was, was tatsächlich bei Mortal Kombat relativ häufig vorkommt. Dass die Spieler da gededost werden. Ja, quasi übers Internet gemobbt. Aber bitte beeilt euch mit eurem DDoS, weil ich muss heute noch einkaufen. Und zur Bank. Das würde mein Face jetzt nicht so anbocken, ehrlich gesagt. Wenn ich das nicht mehr rechtzeitig schaffen würde. Gut, jetzt schauen wir erstmal, dass das hier hoffentlich möglichst schnell behoben werden kann, die ganze Geschichte. Da weiß ich schon mal, welche Spaghetti ich mir heute mache. Na gut. Ich war einkaufen und werde die Tage wohl nochmal müssen. Ich muss irgendwie fast jeden Tag einkaufen gehen. Irgendwas brauche ich immer. Dabei gehe ich eigentlich auch so ungern aus dem Haus raus. Aber man muss halt leider, ne? Man muss Abstriche machen. Außerdem brauche ich mal wieder was zu essen heim. Ich habe echt wenig momentan. Ich lebe quasi über Bestellservice. Liegt aber auch daran, dass die Wohnung teilweise natürlich schon ein bisschen ausgeräumt, umgeräumt ist wegen des Umzugs dann. Aber bestellt ist halt auch einfach lecker. Kann man nichts sagen. Zumindest meistens. Nicht alle Bestellservices, aber ich habe da glaube ich auch schon alle durchgetestet. Also kann ich ein Fazit abgeben, in Spandau kann man gut bestellen. Würde ich jetzt zumindest sagen. Aber ich bin da eh recht anspruchslos, muss ich auch ehrlich sagen. Solange es warm ist, esse ich es auch. Und selbst wenn es kalt ist, esse ich es auch. Also habe ich eigentlich überhaupt keine Ansprüche. Gut. Bubble jetzt in der Mitte mit der AWP. Hat sich da jetzt erstmal zurückgezogen aus dieser Position. Mal die Smoke Richtung lang. Die jetzt allerdings sehr tief geflogen kam, ehrlich gesagt. Was mich jetzt fast ein bisschen wundert. Mal schauen, was sie damit vorhaben, ob Victor da vielleicht noch offensiver reingehen möchte, weil so wie sie die jetzt geschmissen haben, bringt sie halt eigentlich nichts dagegen, wenn jemand facen will. Der wird halt trotzdem was sehen. Interessante Geschichte, diese Rauchgranate dort an dieser Stelle. In der Mitte den ersten Frag setzen. Da hat man also wieder die Überzahlsituation. Was jetzt schon ein bisschen häufiger passiert ist auch in diesem Spiel. Mit dir darf man aber auch nicht weit essen gehen, oder? Nee. Nein, also natürlich eigentlich schon. Es wäre jetzt nicht so, als ob mir solche Sachen dann nicht besser schmecken. Aber keine Ahnung. Solange es halt was zu essen ist, esse ich es halt auch. So, mir ist es nicht so wichtig, dass das irgendwie super gut hergerichtet ist oder super gut schmeckt oder so. So, Bubble kann ja den Retake schon mal sauber eröffnen. Jawohl. Das hat für gegebenenfalls und das war's. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.
Mortal Kombat holt die 16. Runde und damit auch das 1 zu 0. Ja, trotz Lostproblemen jetzt hier scheint es sie nicht wirklich beeindruckt zu haben. Ich meine, man muss jetzt trotz allem sagen, ich meine, es ist ein 16-9 geworden, vielleicht ein bisschen knapper, als es hätte werden müssen. Aber letztendlich Mortal Kombat hier einfach überlegen. Punkt. Ja, da brauchst du nicht länger drüber reden. Sie sind einfach das stärkere Team jetzt gewesen und letztendlich die zweite Map, die wir dann gleich noch sehen werden, DI Mirage. Ich bin gespannt, ob sie da direkt den Deckel drauf machen können oder ob man vielleicht nochmal Probleme hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, was jetzt großartig passieren soll. Vielleicht ist Mirage auch einfach die Map von Team Spirit, ja, wo halt alle Spieler nochmal ein ordentliches Schippchen oben drauflegen können, aber alles in allem fürchte ich, dass wir ja auch ein schnelles 2-0 sehen können. Lassen wir uns überraschen, wir sehen uns gleich nach der Pause wieder, wenn es dann weitergeht mit DI Mirage. Mortal Kombat gegen Team Spirit auf der Map Nummer 2, bis gleich. Bets on computer games online since 2011. Referral system for regular users and the first deposit bonus. Gaming devices store and the best choice of payment systems. Dota 2 and Hearthstone, Counter-Strike and StarCraft, World of Tanks and League of Legends. EGB.com. You know for sure who's going to win. Getting tired of playing with the usual skins but don't have enough money to buy a new one? Get rich fast with CSGoFast.com. CSGoFast. It's a strong chance of winning in every game. Several rooms with different game modes. Daily, more than 1,000 games, 5,000 players, and 25,000 skins at stake. You don't need much in order to sweep the board. Jo, du willst in deinem Leben auch so coole Kinobalken haben, dann geh doch bei uns auf Facebook, kannst uns deine Fratze zeigen. Kannst mit uns auf Twitter zwitschern oder auf YouTube VODs gucken. Kannst vielleicht auch mal auf Steam gehen und dich da austoben mit der ganzen Steam-Community oder auf YouTube Plus, wo der geilste Content kommt, oder in unserem Merch-Shop einfach Kissen, Tassen, Taschen, Hoodies, Shirts und geile Tanktops kaufen. So. Der hält ja immer noch nicht den Rand. Thank you.
Moin Leute, ich bin's wieder, der Muxor. Gott. Und herzlich willkommen zurück zu Team Spirit gegen Mortal Kombat. Also, wir sind jetzt hier bei dem SLI League Invitational Nummer 2. Momentan steht's 1-0 für Mortal Kombat. Und heute schauen wir uns an, wie ihr mit ganz wenig Aufwand eure Augen schminken könnt. Und dass das auch super toll alles aussieht. Leider kann ich nicht schminken. Ja, wahrscheinlich wird es zu blöd, mir die Finger zu lackieren. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. 1-0 seht ihr oben. Steht es momentan für Mortal Kombat. Also wie gesagt, wir haben nicht unser normales Best of 3 Overlay, aber ich denke mal, man kann es da oben ganz gut erkennen. Sollte man also hier Mirage gewinnen können, ja, dann wäre Mortal Kombat natürlich durch. Dann wären sie weiter im Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Denn das müsste momentan noch eins der Achtelfinalspiele sein. Letztendlich denke ich mal, ist die Entscheidung hier ganz gut, dass Team Spirit diesmal auf der CD-Seite bleibt. Trotzdem, also theoretisch jetzt, wenn man nach Mirage geht, eigentlich schon, aber gerade in dem Matchup bin ich mir wieder nicht so sicher. Also, schauen wir mal, ob sich damit nicht vielleicht verschätzt hat. So. Danke, Mux. Ich wollte schon immer lernen, wie ich meine Augen schmücken kann. Gar kein Problem. Dafür bin ich doch da, meine Lieben. Ihr wisst doch, für euch würde ich alles tun. Meine kleinen Bienchen. Oh, Dima hat auf jeden Fall einen rausnehmen können. Und da kommt der Reflect von Kibake nochmal. Oh mein Gott, was macht... Victor macht dann... Oh mein Gott, Cody! Richtig schön! Was Victor halt macht, er springt einfach Trampolin da an kurz, aber trotzdem kommt er halt nicht durch, beziehungsweise kann den Kill nicht setzen. Ja, ein AP reicht auf jeden Fall, um da zu überleben. Und jetzt muss NKL ja ran. Jetzt muss NKL ja ran. Im 3 gegen 1. Ob er das machen kann? Irgendwie hat Spirit mit Kurzoffensivspielen. Ja, das ist absolut richtig. So, NKL, jetzt sag mal. Tech 9 auf jeden Fall am Start. Ah, er versucht sich Richtung Smoke zu bewegen. Das könnte eine ziemlich gute Idee sein. Das Problem ist, er muss jetzt ziemlich schnell, ja, den Bomb Diffuser kriegen, denn er hat den Kit dementsprechend hat er schon durchgezogen, bevor er ihn da hat holen können. Er hat ein bisschen getroffen, aber es war nicht genug, um Kibake da rauszunehmen. Also 1-0 für Team Spirit. Auch hier gewinnen sie die First Round. Auch hier konnte man die Bombe planten und auch hier forstet man wieder bei Mortal Kombat. Ja, Mortal forstet. Das kann man so stehen lassen. Das kann man wirklich so stehen lassen. Schauen wir mal, ob sie diesmal auch wieder erfolgreich sind. Man hat sich hier mit... ja gut. Einer Smoke, einer Granate und einer Flash. Granatentechnisch jetzt doch recht schwach positioniert. Muss mal vorsichtig ausdrücken in dieser Situation. Und ich fürchte, da werden sie auch Probleme kriegen. Wabbel räumt aber sauber auf. NKL auch nochmal mit dem Frag. Was ist denn da wieder los? Was ist denn da wieder los? Okay, Defcos muss ein bisschen nachsetzen. Reicht aber auf jeden Fall für den Kill. Die RP9 klingt jetzt richtig... richtig mächtig. What? Also das wäre halt die letzte Position, mit der ich in der... also vor allem so eiskalt und einfach wieder hingeht. So richtig schön trocken. Jetzt kriegt Defcos auch noch den Frag. Das Problem ist, dass die... Oh, doch, die Bombe liegt gut, die Bombe liegt gut. Eieiei, und er kann durchziehen. Er kann durchziehen. NKL hat ihn nicht gesehen, war zu weit weg von seinem Mate. Ich weiß ganz ehrlich auch nicht, was der da 5 Stunden lang noch am B-Spot gemacht hat. Wahrscheinlich erstmal nochmal geputzt, ordentlich durchgesaugt und dann rübergegangen. Aber leider damit ein bisschen zu spät dran gewesen. Und das kostet ihn hier halt im Endeffekt dann auch die Runde. Ah, er hat den Reloaden hören, das könnte natürlich sein. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber das ist richtig. Das ist höchstwahrscheinlich passiert. Ich meine, er hat ja hundertprozentig damit gerechnet. Entweder war er von vorher noch irgendwie bekannt oder er hat den wirklich reloaden oder irgendwie hinsteppen hören. Aber das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe jetzt auch nicht genau darauf geachtet, also wahrscheinlich hast du damit vollkommen recht. So, jetzt kommt wieder Offensivhof. Hört doch mal bitte auf damit. Hört doch einfach auf. Es ist jetzt übrigens genau der gleiche Ablauf. Auch genau die gleiche Kaufsituation wie auf das 2 wieder. Ja, auch wieder hier 2 AKs, 3 Galils. Exakt dasselbe. 1-1. Diesmal scheint es aber ein bisschen schlechter auszugehen für Mortal Kombat. Zumindest den First Frag haben sie ja schon mal kassiert und damit auch gleichzeitig eine AK verloren. Ja, denn Spyleader hatte eigentlich eine der beiden AKs dabei, von der er sich jetzt natürlich
unfreiwillig hat verabschieden müssen. Und jetzt hat man sich einfach nochmal dafür entschieden, letztendlich dann den B-Contact zu spielen. Ist jetzt, glaube ich, gar keine so schlechte Idee in der Situation, wenn sie da einfach das erste Duell schnell gewinnen, also sprich, wenn Victor sich jetzt gegen Southwick durchsetzt, dann hätte man da vielleicht eine Chance, aber der hat schön den Off-Angle gewählt, sodass er da erst sehr, sehr spät sichtbar wird, dann wenn die Gegner normalerweise wieder eine andere Position überprüfen und er spielt es wunderbar aus, Southwick hier mit dem Triple Kill und letztendlich ist es NKL, der dann hier im 1 gegen 3 steht. Die Bombe konnte auf jeden Fall nochmal planten, das heißt also 800 extra Monetos sind wieder drin und ich bin jetzt kein Experte, ja, ich bin jetzt kein Experte, was hier Kaufsituation angeht, aber ich würde fast behaupten, Mortal Kombat Force wieder. Aber sie machen den Kevlar-Eco draus. Das ist vernünftig. Das ist absolut vernünftig, denn sie kriegen nächste Runde 3-4. Ja, da hat jetzt einer, also ich weiß nicht genau, Victor und Spyleader haben schon wieder grenzwertig viel ausgegeben. Aber gut, wie gesagt, es ist trotzdem okay. Sie spielen jetzt auch einen Argo aus, da kann man es vielleicht auch mal verkraften, ein, zwei Nades oder in ein, zwei Nades mehr noch zu investieren. Die Chance, dass sie planten, ist dann doch relativ hoch. Dementsprechend versucht man es jetzt hier mit den Tech 9s, beziehungsweise auch der einen CZ, nochmal auf den Ausbau drauf zu kommen. Da kommt jetzt ein paar Granaten geflogen, schauen wir mal, wie die Spray darauf reagieren kann. Der Spray ins Haus rein. Ist dann natürlich dafür, Bubble relativ leicht auszuspielen, sprich, er muss aber noch warten, bis der Spray aufhört. Wir sind sowieso erstmal oben drin stehen geblieben, was ich eigentlich, glaube ich, auch für gar nicht mal so schlecht halte. Oder empfinde in der Situation. Spider passt schon auch hinten auf, das heißt, man kann ganz früh sagen, dass wahrscheinlich kein Spieler von hinten nachpushen wird. Und man lässt sich viel Zeit im Retake. Die geht da super langsam ran. Scheint trotzdem soweit erstmal zu funktionieren, Cody und Cody, beziehungsweise gebarkt aber jeweils einen Break. Die Bombe tickt aber schon super schnell und jetzt kann sich das echt rächen. Ja, es rächt sich auch, dass sie sich da wirklich so lange Zeit gelassen haben. Und du hast natürlich recht, Lincolini, sie hätten eigentlich nur 2900 bekommen, der Loser-Bonus war noch nicht voll. Das wäre jetzt diese Runde gewesen, also die Runde darauf gewesen, wenn sie verloren hätten. Aber dadurch, dass man sie sowieso geholt hat, wird sich diese Frage nicht stellen. Spirit hat so wenig Geld, dass man hier direkt Arc vorspielen muss. Also das ist eine ganz, ganz unschöne Geschichte für sie. In dem Moment wären es sogar 3700 gewesen, weil sie ja die Bombe auch noch geplantet hätten. Aber natürlich, klar, eigentlich wären es keine 3400 gewesen. Gut, damit hat man jetzt wieder erstmal die Unterzahl, nachdem DevCost damit AWP einmal zuschlagen konnte. Ja, die machen wieder den Mitte-Offensiv-Push, aber diesmal funktioniert er wenigstens auch. Ist okay. Lass ich jetzt mal durchgehen. Nein, wenn er funktioniert, ist natürlich wunderschön, aber man muss halt jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass bisher ihre Offensiv-Pushes halt zum größten Teil schiefgelaufen sind. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. DevCost und Kibaken haben auch alles im Griff, also bisher wirkt das alles... Wirkt das alles sehr ordentlich, was da gespielt wird auf der CD-Seite von Team Spirit. Auch wenn sie jetzt gerade eben diesen Retake ein bisschen sich verschätzt haben. Das passiert. Der Rest sah aber bisher ziemlich gut aus. Auch wenn viele Bomben geplant wurden. So, Niki, was hat er jetzt vor? Ich vermute nicht mehr allzu viel. Kann man jetzt auch nicht übernehmen, ich meine, was soll er machen? Ist es überhaupt Punisher? Es sieht nämlich nach dem Profilbild her irgendwie so aus. Vom Profilbild her könnte Punisher sein. Na gut, wie auch immer. Geht auf jeden Fall für Mortal Kombat wieder in den Force-Buy. Das heißt also, sollten sie die Runde abgeben, würde eine Eco folgen, dann erst für eine Waffenrunde.
Rückflug wird sauber abgeholt. War da ein bisschen sehr offensiv auch. Ich weiß nicht, ob er, so eine, ob er vielleicht auch eine Waffenrunde erwartet hat eigentlich. Das wirkte nämlich ehrlich gesagt fast so. Ima wird trotzdem abgeholt dann auch. Also man hat hier wirklich 2 gegen 1 getauscht, was letztendlich ein sehr, sehr guter Tausch ist für Mortal Kombat. Das ist zum einen der Bombplant, zum anderen eine Runde, die sie durchaus auch holen können. Also vor allem jetzt mit dem Backstep von Bubble noch oben in der Mitte, der halt auch noch funktioniert. Jetzt hat man Cody und Bart noch gegen sich. Frag Nummer 1 sitzt zwar im Retake. Oh, schöner Schuss hier von Nikki. Sauber einmal gegen geholzt. Cole hier nochmal refraggen kann, ist Bubble halt eigentlich schon so weit in der Nähe, dass er da noch was machen könnte. Jawohl, die Steps kamen zwar noch rechtzeitig, aber Cole hat nochmal abgesetzt, hat ihn natürlich dementsprechend sehr genau orten können und dementsprechend auch sofort gegen das Window geschossen. Also 5 zu 1, auch hier wieder eine 1 gegen 1 Situation, die das entscheiden muss. Also eine sehr, sehr knappe Runde, was natürlich jetzt bedeutet, ja, das könnte eine interessante Geschichte werden, dass man wenig Geld hat bei Team Spirit. Und wie ich Mortal Kombat kenne, könnten wir da zumindest eine Kevlar-Eco erwarten. Denn der Gegner hat wirklich wenig Geld. Sehr, sehr wenig Geld. Oh, kennt ihr das, wenn eure Nase sich so juckt, aber ihr einfach nicht gießen könnt? Schön jetzt in die Zange genommen. Den Kibaken hier auf dem A-Spot. Da wurde da sehr, sehr viel Platz hergegeben. Also man hat sich wieder gut auf den Retake verlassen. Letztendlich aber Bubble erneut verspätet über die Mitte, so wie in der Runde gerade eben schon mal. Und auch dieses Mal funktioniert es wunderbar. Aber jetzt sieht die Runde eigentlich ziemlich gut aus. Wenn sie die jetzt im Afterplant nicht mehr abgeben, dann sollte man die zweite eigentlich in der Tasche haben. Schön von Spider, richtiges Timing gegen Deathcross, kann ich da nochmal rausnehmen. Und dann war es nur noch, in Anführungszeichen, Cody mit 15 AP. Und das Problem für ihn ist, er wird da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Wir wissen jetzt genau, wo er steht. Er hat nur noch 15 AP. Und das ist die Runde Nummer 2 für Mortal Kombat. Also da haben sie viel Platz auf dem A-Spot bekommen. Haben diesen Platz wunderbar ausgenutzt. Und sich damit Runde Nummer 2 gesichert. Gleichzeitig Team Spirit vor eine schwierige Geldsituation gestellt. So schwer, dass man auf jeden Fall auch erstmal in den Gegenkauf geht. In der Hoffnung, dass man vielleicht diese Runde nochmal holen kann. Und dadurch dann halt Mortal Kombat eben wieder Geldschwierigkeiten bereitet. Aber das Problem ist halt, dass MK jetzt eigentlich aus der Eco rauskommt. Und dementsprechend teilweise schon sehr, sehr viel Geld hat. Also bei den Spielern, die jetzt einfach überlebt haben. Das heißt also, sollten sie eine Runde verlieren, müssten sie nicht mal unbedingt in eine Sparrunde rein. So, Flick. Snackt sich da den Snicky? Den Snicky, alles klar. Das war ein Snicky für ihn, weil er so easy war, der Kill. Eieiei, Cody wieder leider ein bisschen unvorsichtig. Dadurch wird der Vorteil, den man sich eigentlich so schön rausgespielt hat, zumindest schon mal im einen Spieler dezimiert. Der Frost, ja, richtiges Timing, schön. Geht da einmal gegen Spuddy da rum, nimmt ihn raus. Bubble pickt ihn da im Sprung. Wenn er sich jetzt gegen den zweiten auch noch durchsetzen könnte, das wäre natürlich, das wäre sahnig. Allerdings wird Kibark auch schon von der Seite angegangen und jetzt muss er eigentlich sterben und das tut er auch. Denn sein Magazin war leer und seine AP-Leiste ist jetzt auch leer. Bubble muss aber trotzdem 1 gegen 2 dann, denn Dima hat sich da gerade eben schon mal NKL abgeholt. Aber das sind so bittere Situationen, wenn wir gerade für Mortal kommen, die sie eigentlich schon in der Hand haben. Dann passiert aber irgendwie so ein Shit wie Deathcross, der durch die Smoke kommt, dann wird da wieder mit der Granate in der Hand am Spot rumgegurkt und dementsprechend, oder im Gadget rumgegurkt und dementsprechend der Frag gesetzt. Ja, das ist alles, es ist super knapp momentan. Und sehr glücklich auch, teilweise für Team Spirit. Aber es gehört halt auch dazu. Also gut, kann man jetzt natürlich beides, ja, kann man jetzt auf beide Arten auslegen. Entweder ist es halt glücklich für sie oder es ist halt einfach ein gutes Spielgefühl. Aber meistens ist es schon wirklich immer beides, was dazu gehört. Sowohl Game Sense als auch halt mal ein bisschen Glück zu haben einfach. Jetzt also eine sehr langsam angespielte Runde letztendlich von Mortal Kombat. Sie wollen jetzt erstmal schauen, ob man da wieder einen dieser Offensiv-Moves vielleicht abbekommt, auch abfangen kann und dementsprechend halt in die Überzahl gerät.
Sotfield konnte das Buddy da zumindest schon mal rausnehmen. Damit hat man also die Überzahlsituation auf jeden Fall gewonnen. Victor wird jetzt hier gegen die AWP facen. Ah, die Position von DevCost nicht so gut. Um ehrlich zu sein. Bubble kann auch Tony hier schon mal rausnehmen. Das heißt, die Überzahl gewonnen. Jawohl, und der Galil-Spray sitzt. Sehr, sehr wichtige Situation in dieser Runde, denn das wäre entweder das 3 gegen 3 gewesen oder das 4 gegen 2 und halt die Mittelkontrolle, die man jetzt gleichzeitig auch noch hat. Und damit kann man den Retake, oh, ein AP noch übrig gelassen bei Bubble. Damit kann man den Retake auf jeden Fall schon mal ein bisschen eingrenzen. Jetzt kommt hier Tony nochmal rum und er kann beide Tatsache rausnehmen, um Gottes Willen. Software, glaube ich, hat die Runde eigentlich schon aufgegeben. Jetzt fallen aber diese beiden Kills und du kannst da irgendwie nochmal rankommen. Ja, 1 gegen 2, jawohl. Den ersten Kill. Jawohl, er spielt's gut aus. Er spielt's gut aus. Zu 3. So, jetzt scheint es hier wieder TS-Probleme zu geben. Oder halt überhaupt irgendwelche Probleme. Ich hätte fast sogar damit gerechnet, dass vielleicht nochmal Bubble ist, den es hier internettechnisch zerlegt hat. Aber gut, das sollte ja dann dementsprechend schnell geklärt sein. Neuer TS ist ja immer schnell gefunden. Gut, wie sieht es jetzt hier vom Geld her aus? Mortal Kombat, klar, die können auf jeden Fall kaufen. Bei Team Spirit muss man sich Gedanken machen, wie man es geldtechnisch regeln möchte. Ja, ich denke mal, die Bulgaren, die können ja eigentlich auch zufrieden sein, wenn sie so mit, weiß nicht, um die 5, vielleicht sogar 6 Runden aus der Halbzeit gehen. Das wäre für Mirage eigentlich schon in Ordnung. Das ist natürlich die Frage, inwiefern man das hinbekommt. Aber was jetzt die Geldsituation angeht, haben sie es momentan eigentlich wirklich im Griff. Ja, Team Spirit entscheidet sich jetzt zu forcen. Sollten sie den Force mal verlieren, dann würde nochmal eine Eco folgen. Und dann könnte man erst wieder kaufen. Es ist übrigens Tatsache so, dass die Werbung hier für uns geschalten wird. Ich habe es vorher gesehen, weil ich wollte eigentlich 3 Minuten machen während der Pause. Und dann stand da, dass ich die Werbung alle 8 Minuten machen kann. Also es wird hier gedrückt für uns. Das heißt, ich kann halt nichts dagegen tun. Sorry, guys. So, aber das wieder auf dem Ausbau drauf. Wieder geht es in den Retake für Team Spirit. Diesmal DevCost hier aus der CD-Base raus mit dem ersten Kill, der das Ganze eröffnet. Also Mortal Kombat hat auf jeden Fall mit den Afterplants noch ein bisschen zu kämpfen. Das fällt ihnen noch nicht so leicht. Also sie stehen auch immer ein bisschen komisch da, muss ich ehrlich dazu sagen. Also das gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Victor muss jetzt hier durch die Smoke pushen, der Collector-Spieler wird auch abgeräumt und trotz des wenigen Equipments, trotz dieser eigentlich schlecht ausgerüsteten Runde, gewinnt man diesen Retake. Da muss Mortal Kombat sich auf jeden Fall was überlegen. Vielleicht wäre es auch eine Idee, zum Beispiel die CT-Base reinzupushen. Nachdem man den Ausbau eingenommen hat. Aber gut, sie forcen selbst auch. Man weiß genau, dass Team Spirit weiterhin wenig Geld haben wird. Oder einigermaßen wenig Geld zumindest. So, haben wir in Argo gespielt. Sie werden erneut draufgelassen. Die Bombe wird erneut geplantet. Und dementsprechend geht es erneut in den 5-Mann-Retake. Sotfig ist noch extra lange auf B drüben geblieben, falls es da irgendwie nochmal zu einem Backstep kommen sollte. Ist aber diese Runde nicht der Fall. Okay, wurde seine Position vertrieben, muss jetzt dementsprechend ein bisschen offener stehen erstmal. Also das ist auf jeden Fall was, gegen das er halt nicht wirklich was machen kann, aufgrund dieser
dieses Molotovs. Das Problem ist halt, sie stehen immer so passiv. Also sie lassen Spirit dann auch super viel Raum, um zu arbeiten. Und sie werden auch diesen Afterplan wieder abgeben. Und die Gegner können da halt im Retake spielen, was sie wollen. Man geht immer nur diese Standardpositionen. Einer nach der anderen wird überprüft. Granaten dagegen sitzen auch teilweise. I are not understanded. Und es wird wieder reingeforst. Jungs, spart doch einfach mal eine Runde. Wieso denn jetzt ständig mit diesem blöden Galil spielen, anstatt einfach mal eine Runde zu sparen? Kannst du zumindest den First Fact damit trotzdem machen. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel wie, aber es passiert halt irgendwie. Und schaut sich an, wie sie diesmal zerlegt werden. Da fehlen einfach die Granaten. Man kann weder Connector absmoken, noch Jungle absmoken, noch irgendwas absmoken. Okay, letzter verbleibende Spieler. Oder im. Doch wahrscheinlich Kerl, ja, in der Mitte. 9 zu 3. So, und jetzt meine Eco. Ja, gut, wenigstens der Kevlar-Eco. Das kann man doch durchgehen lassen, weil Loser-Bonus. Ist auch noch nicht maximal, trotzdem sollte es dann nächste Runde reichen, um zu kaufen. Junge, Junge, Junge. Das Team war gleich so übertreiben mit ihrem Force-Spice. Ich meine, klar, der Gegner hatte halt wenig Geld, aber ganz ehrlich, spart doch halt trotzdem einmal eine Runde zwischendurch. Das tut auch nicht so weh. Rums. Und da kommt wieder sowas. Dann, wenn sie Kevlar-Eco machen, dann kommt wieder so ein Entry-Frag. Dann Kael bügelt da einmal schnell drüber. Zwei, die da mit dem verspäteten Mitte gehen. Bubble setzt sich gegen Dima durch. Ja. Schöne Runde. Schöne Runde. Death Costs im 1 gegen 5. Das wird er sowas von sein lassen. Dass es vielleicht schon wieder überlegt, da nochmal ranzugehen. Ich würde aber dann von Niki abgeholt. Der übrigens bisher ein ziemlich gutes Spiel macht. Also er ist mir jetzt nicht allzu negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Was ja bei Stat ist, häufig auch der Fall ist. Aber Niki, der ist hier wirklich. Der ist hier gut dabei, da kann man nichts sagen dagegen. War wieder die Idee. Wurde aber erstmal auch zurückgedrängt. Ja, gut, kann man durchaus noch machen. Die AWP einfach mal reinschicken. Gucken, was geht. Vielleicht ist ja sogar ein Frag drin. Aber er probiert es jetzt noch ein zweites Mal. Also der Repeak-Tatsache von DevCost hat jetzt ganz knapp den Spieler oben am B-Haus verpasst. Jawohl. Und da schaut nur ein kleiner Bereich des Hüftgolds raus und schon bist du weg. So, man hat sich wieder für den Argo entschieden, ich weiß nicht. Bisher hat B auf jeden Fall deutlich besser funktioniert. Zumindest dann, was die Afterplans angeht. Bubble ist hier in der Lage, nochmal den Reflex zu setzen an Gibarken. Gleichzeitig hat man allerdings einen Spieler der Action verloren und auch Bubble wurde jetzt eben weggenadet. Victor kommt über die Mitte nach, kann auch hier nochmal für den Frag sorgen, aber sie sind halt immer noch in der Unterzahl und Staffcost ist absolut sicher heute. Der ist absolut sicher, was die AWP angeht. Jawohl. Niki wird auch nochmal rausgenommen von Cody. Und damit haben wir das 10 zu 4. Also Team Spirit, alles in allem bisher auf jeden Fall mit einer sehr, sehr ordentlichen Leistung. Auch wenn sie sehr, sehr viele Plans zugelassen haben. Die Retake trotzdem immer stark genug, dass man die Runden noch geholt hat. Und solange man es so macht, ist es ja okay. Also wenn sie es jetzt, super viele Runden auch verloren hätten, dadurch, dass die Bombe hochgegangen ist oder dadurch, dass man den Retaker eben nicht mehr geschafft hat, dann wäre es wieder eine ganz andere Geschichte. Aber solange sie das so im Griff haben, dass man die Gegner vielleicht nochmal eine Runde mehr auf den Spot drauf lässt, da kann man nichts sagen. Und in der letzten Runde muss Mortal Kombat, wer hätte es gedacht, jetzt auch forcen.
Das heißt also, waffentechnisch zumindest nicht perfekt und auch granatenmäßig nicht so prall. Versuchen müssen sie es natürlich trotzdem. Alles hilft, alles andere hilft ja nichts. So, Victor. Erster Headshot gegen Kibarkin sitzt, dann allerdings auch der Refrag von Defcost und Dima, der auch nochmal kurz offensiv mit reinschaut. Cody kann sich jetzt auch gegen Bubble durchsetzen, da waren es plötzlich nur noch zwei. Ja, und in der Smoke wird KL halt sehr, sehr schnell gesehen. Und auch wenn Nikki jetzt hier nochmal mit dem Tech 1 zuschlägt, es wird zu nichts mehr führen, denn Defcost hat die Ansage natürlich schnell genug bekommen und kann ihn abholen. Also 11 zu 4, Team Spirit. Ja, wie gesagt, mit einer sehr, sehr ordentlichen CT-Hälfte. Und wenn man jetzt die First Round auch noch gewinnt, dann könnte man dieses Spiel theoretisch auch zu einem schnellen Ende führen. Was natürlich ein kleines bisschen bitter für Mortal Kombat wäre. Denn ich bin mir sicher, ihre CT-Hälfte hätte auch noch einiges auf dem Kasten. Die Frage ist nur, können sie es halt jetzt noch zeigen? Bekommen sie überhaupt noch die Chance dazu? Oder wird man hier einfach frühzeitig zerlegt? Gut, auf jeden Fall gibt es jetzt hier den Vego. Ja, man versucht das sehr schnell rauszupushen. Sie haben bisher noch keinen Frag bekommen. Aber das Problem ist, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis der erste Frag kam. Und es geht gar nicht mal darum, dass man trotzdem auf den Spot drauf kommt, sondern es geht einfach darum, dass die Gegner so lange verzögern können, bis die Mates da sind. Und dann passiert halt eben genau das. Du setzt den ersten Frag auf den B-Spot, sofort ist der nächste Gegner da, der sich wieder mit dir anlegen kann, der dich sofort refragt. Und dann hast du halt mehr oder weniger schon verloren und es einfach nicht schaffst, da schnell genug durchzupushen, um die Gegner halt schnell rauszunehmen und damit auch diesen Nachschubweg dann vor allem abzuschneiden, der halt jetzt in dem Moment voll zuschlagen konnte. Und vor allem auch Nikki wieder mit sehr schönen Headshots. Also 11 zu 5. Mortal Kombat kann sich hier die First Round auf jeden Fall schon mal sichern und das ist der erste Weg Richtung Comeback, Richtung Ausgleich. Ja, und die ersten paar Pistol Shots, die sahen ja auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich aus, würde ich sagen. Auch die beiden Rifles schlagen hier jetzt schon mal zu. Ja, klar, gegen die Deagles, Tech 9s muss man noch mal ein bisschen was einstecken. Aber es ist trotzdem 3 gegen 2, also es sieht soweit ganz... Wow, schöner Shot hier von Sotfik. Es sah soweit ganz gut aus. Ob er jetzt noch einen raushauen kann? Man hofft natürlich nicht für Mortal Kombat. So, haben wir nochmal gepickt. Keine Angst, Footsteps werden hier nicht abgespielt. Also Sotfix hat jetzt nicht den Weg gefunden, hier irgendwie zu schweben oder sonstiges, sondern der ist schlicht und ergreifend normalerweise natürlich schon drauf. Ah, Victor hat schlechtes Timing, konnte aber zum Glück diesen einen Frag vorher noch setzen. Und jetzt hat Nikki eigentlich eine ganz ordentliche Situation, weil der letzte verbleibende Spieler halt nur noch recht wenig HP hat. Ja, und Bob bleibt sogar noch verhindert, perfekt. 11 zu 6. Mit Mortal Kombat auch nicht wirklich viel Geld, dadurch, dass sie nur mit einem Spiel überlebt haben, aber zwei Lieder hier mit einer sehr, sehr schönen Aktion. Ja, gegen die Full Eco, die hier mehr oder weniger Schock gefunden hat, nichtsdestotrotz sauber geschossen und dementsprechend auch die siebte Runde für sein Team rausgeholt. Ja, und jetzt hat man schon mal das Pflichtprogramm abgespult nach der gewonnenen First Round, hat also das 11 zu 7 draus gemacht, auch wenn es wie gesagt teilweise jetzt recht teuer war. Aber letztendlich haben sie es so gekauft, dass man sich wahrscheinlich noch eine zweite Waffenrunde hinterher leisten können will, auch wenn NKL und Niki dann vielleicht ein bisschen einstecken müssen. Aber es ist auf Werde auf jeden Fall nochmal refinanzierbar. Eieiei, Tony bekommt allerdings den ersten Frag. Kibarkin ist da erfolgreich.
natürlich in seiner Position da weiter zu behaupten vorne im B-Haus. Auch Victor bekommt ihn dann nicht so wirklich down. Man weiß auf jeden Fall jetzt, dass zwei Spieler vorne im B-Haus stehen. Dann hätte man eigentlich noch mit einem schnellen Call reagieren können bei Team Spirit. Aber sie haben es jetzt erstmal sein lassen. Ja, sie nehmen erstmal lieber diese Vorteilsituation mit. Sie haben den einen Kill. Und mit dem ist man erstmal zufrieden. Will da jetzt nichts überstürzen. Will nicht irgendwie in vielleicht noch eine Falle reinlaufen oder sowas. Jawohl. Setzt sich auch gegen Niki durch. Hat zwar jetzt ordentlich einstecken müssen. Ja, nur 6 HP bei ihm. Aber sie haben da trotzdem eine gute Vorteilsituation sich rausgespielt. Boah, Victor kurz gestruggelt. Ein kleines bisschen rumgelenkt gerade da. Ja, er sucht auch das Duell mit 22 HP tatsächlich noch. Und warum? Weil er genau weiß, dass er gleich in die Zange genommen wird. Dementsprechend so oder so wenig Chance hat er irgendwie noch lebendig rauszukommen. Bubble weiß natürlich jetzt auch nicht so genau, was ist los. Wird's A, wird's B. Sind an beiden Stellen Frags gefallen. Sotfix hätte eigentlich rumziehen können, hat aber nicht gemacht. Schafft jetzt stattdessen nochmal Victor rauszunehmen. Was jetzt auch gleichwertig okay ist, denn dadurch ist die Runde eigentlich so gut wie durch. Bubble wird sogar nochmal gefragt und damit 12-7. Sagt, die Kaufrunde ist auf jeden Fall nochmal drin und diesmal eigentlich auch fast besser ausgerüstet als die gerade eben noch. Und das kann durchaus sein, dass Spirit damit nicht unbedingt rechnet, dass die jetzt nochmal so eine schöne Kaufrunde hier auspacken können. Victor tatsächlich auch mit dem First Track gegen Cody. Hat einfach offensiv gepusht im Haus. Gut, im Endeffekt 50 HP verloren, die Gegner rausgenommen, völlig okay. Täuscht jetzt hier mit dieser Smoke hinten an, dass er aus dem A-Haus schon rausgegangen ist und dementsprechend das ein sicherer Bereich ist für eventuell nachpushende Spieler, aber wir sehen schon, Spirit hat da überhaupt kein Interesse mehr dran, die sind schon ganz woanders auf der Map. Schöne Flash. Und vor allem auch schöne 2 Kills, gute Gierde, schöne 3 Kills, nachdem auch Defcost nochmal einen nachgelegt hat. Und Spidey da damit also zu zweit jetzt hier gegen 4 verbleibende Spieler. Ja, und Spidey hat auch nur noch 1 AP. Ich denke mal, die Runde wird gelaufen sein. Eieiei, das sieht alles dann aber immer 3 aus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich denke, auf Cash wird Mortal Kombat einen relativ kurzen Prozess machen mit ihnen. Also, ich bin gespannt. Ja, ob er die HP wirklich wissen will, I do not think that. Terrorists win. Ja, eigentlich muss man eine Eco machen bei Mortal Kombat, aber jetzt in der Situation zu Frostbite kann ich absolut nachvollziehen. Denn man will den Gegner jetzt auf jeden Fall so früh wie möglich daran hindern, noch Runden zu holen. Im Bestfall halt jetzt dann wirklich die 14. Runde eben zu verhindern, um sich da noch ein gewisses Rundenpolster aufrechtzuerhalten. Ja, dass man eben nicht immer mit dieser theoretischen 15. Runde konfrontiert ist. Aber Spidey hat den ersten Frag gesetzt und den zweiten auch noch ein bisschen angeschossen, zumindest dort in der Mitte. Haus wird nochmal abgesmoked, was Bubble jetzt auf jeden Fall einen gewissen Bewegungsspielraum gibt. Zumindest fürs Erste. Und auf der anderen Seite Cold natürlich diesen Bewegungsspielraum nimmt. So, Spidey da wieder mit 3 HP, dieser kleine Schlawiner. Der hat gerade ein kleines bisschen Glück. Jawohl. Und Bubble setzt sich hier gegen Cody durch. Die gute alte 5-7 ist auf die Close Range ein One-Shot. Das wissen wir. Und dementsprechend hat es hier auch seinen Gegner zerlegt.
Jetzt wird DevCost auch noch rausgenommen und das wird auf jeden Fall die Runde Nummer 8 sein für Mortal Kombat. Also es geht doch. Es geht doch, so sicher. Man hat Spirit damit auch gleichzeitig noch in die Eco geschickt, also besser hätte es fast gar nicht laufen können. Vielleicht wirklich nochmal der Einstieg zurück ins Spiel. Wer weiß. Spidey da auf jeden Fall mit dem ersten Kill. Damit hat sich Zotfix schon mal erledigt. NKL bekommt zwar den Headshot, ist aber auch erfolgreich gegen Dima dafür. Also man hat quasi Gesicht gegen Gesicht getauscht. Wäre es jetzt mit einer AK gewesen, dann wäre er natürlich down. So, alles auf jeden Fall überlebt. Jetzt kommt DevCost nochmal die Deagle aus und wie er die wieder auspackt. Boah, wenn der jetzt auch noch sitzt, wenn der jetzt auch noch sitzt, dann gehe ich AFK. Und ich bin AFK. Junge, Junge, Junge. Was ist das denn wieder? Jetzt muss bloß noch die Bombe nachrücken rechtzeitig und dann ist alles im grünen Bereich. Das hat jetzt alles ein bisschen Zeit gekostet. Letztendlich sollte sie aber trotzdem sauber geplättet werden können. Kostet aber dann letztendlich Schluss mit der Deagle. Ja, Fake Deck das erste Mal, um noch wenigstens noch den Kill zu bekommen, bevor sie hier wirklich legen. Also, Niki muss im 1 gegen 2 dann. Klar, er hat den Waffenvorteil. Er hat auch noch zwei Nades dabei und ein Defuse Kit, aber unschön ist es trotzdem. Er weiß nicht, wo beide sind, aber er hat dann noch Low AP, jawohl. Und dann räumt Cole die einfach nur noch auf. Er trifft aber halt leider auch überhaupt nicht mehr. Aber halt super stark von DevCost einfach. Also, dass er halt wieder so ein krasses Ding hier raushaut in dieser Situation. Und das wird Mortal. Das wird Mortal Kombat jetzt wahrscheinlich auch, ja, ich vermute sogar fast das Spiel gekostet haben. Also, sie können jetzt gerade noch so mit Ach und Krach forcen, aber wenn diese Runde verloren geht, dann sieht's für nächste vor allem sehr, sehr schlecht aus. Ja, man geht erstmal wieder langsam ran in die ganze Sache. Warum auch nicht? Man weiß, dass der Gegner unter Druck steht. Spirit nimmt auch erstmal die Mitte ganz gemütlich ein. Völlig okay. Machen sich da erstmal breit. Oh, und dann setzt Bubble hier den ersten Kill gegen Dima. Eigentlich auch ein Standardwinkel mehr oder weniger. Also ist jetzt nicht wirklich was großartig Überraschendes. DevCost kann allerdings auch gegenhalten mit seiner AWP. Auch wenn er jetzt letztendlich nicht Bubble erwischt hat, er hat auf jeden Fall wieder einen Weg aufgemacht. Und es sieht alles so leicht aus bei ihm. DevCost marschiert einfach sehr geschmeidig durch. Nimmt einen nach dem anderen raus und letztendlich lässt er dann Victor, Bubble und NKL hier alleine stehen. Oder zu dritt stehen. Schöner Headshot von Cody. Die anderen beiden versuchen jetzt auf den Baseball drauf zu kommen. Ja, das wäre es gewesen. Victor auf jeden Fall mit einem Kill. Und jetzt ist man sich, glaube ich. Oder ist sich Bubble auf jeden Fall im Klaren darüber, was passiert. Ja, er hat die Bombe gerade noch droppen sehen. Also war die Ansage auf jeden Fall da. Wow, aber super starker Shot nochmal von Cody. Sofort Headshot und Hit hinterher. 15 zu 8. Mortal Kombat wird nur ganz wenig kaufen können. Also ich lege mich fest. Ich denke, nach dieser Runde wird Schluss sein auf der Map. Und wir gehen dann letztendlich auf die Cache noch. Auf den Decider, die Map Nummer 3. Da führt wohl kein Weg mehr dran vorbei.
Wenn die wüssten, dass ich heute noch einkaufen muss und echt Hunger habe gerade. So, Team Spirit, was ist der Plan? Man ist auf jeden Fall erstmal wieder langsam rangegangen, ein bisschen auf die Map-Control orientiert. Jetzt gar nicht so sehr picklastig, das haben sie nicht wirklich versucht, sondern sie wollten wirklich erstmal nur abdecken. Die Backen den ersten rausgenommen, dann allerdings etwas ganz ein bisschen stocken geraten. Jetzt kommt Cody nochmal um die Ecke, holzt den nächsten ja auch sofort weg. Ist auch noch gegen NKL erfolgreich. Tja, und dann war es plötzlich nur noch Niki, der hier leider auch verschießt und dementsprechend Kibaken mit dem letzten Frag. Und es ist das 16:8 Team Spirit. Also mit dem Ausgleich nach Maps 1:1 konnten sie ihren eigenen Map-Pick gewinnen und damit haben sie es geschafft, dass wir uns gleich auf DE Cash wiedersehen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz ins Poislein rein. Und machen dann gleich auf diese, ja, alles Entscheidenden auf, das heißt nämlich sonst die Cider-Map, ne? Es ist die Entscheidungs-Map. Nummer 3, DE Cash wieder und dann geht's weiter mit Mortal Kombat gegen Team Spirit. Bis gleich. Bleibt dran, Freunde der Sonne. Es wird spannend. E-Gaming Bets. We accept bets on computer games online since 2011. Referral system for regular users and the first deposit bonus. Gaming devices store and the best choice of payment systems. Dota 2 and Hearthstone, Counter-Strike and StarCraft, World of Tanks and League of Legends. EGB.com. You know for sure who's going to win. Getting tired of playing with the usual skins but don't have enough money to buy a new one? Get rich fast with CSGoFast.com. CSGoFast. It's a strong chance of winning in every game. Several rooms with different game modes. Daily, more than 1,000 games, 5,000 players, and 25,000 skins at stake. You don't need much in order to sweep the board.
We all go down if our time is now.
play pinball. So, Freunde des Lichts. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. DE Cash, Map Nummer 3 zwischen Mortal Kombat und Team Spirit. Ja, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's. Oh Mann, habe ich gerade gesagt, es geht um die Wurst. Jetzt habe ich Hunger. Why? Das war keine schlaue Idee. Auf jeden Fall haben wir hier einfach ein schönes, schniekes 2 gegen 2, was letztendlich aber Spirit für sich entscheiden kann. Und damit haben sie natürlich auch die Seitenwahl. Und sie entscheiden sich erneut für die CD-Seite. Das dritte Mal hintereinander. Jede Knife Round gewonnen in diesem Matchup. Ist ja auch was. Aber jetzt sind wir halt wieder auf Cash. Und jetzt lassen sie Mortal Kombat wieder auf der T-Seite. Ja, auf die Rauschige-Seite war ich mir nicht ganz sicher. Da hätte es durchaus auch mehr Potenzial gehabt. Ja, wenn diese Afterplats nicht so grottenschlecht ausgespielt worden wären.
Und jetzt auf Cash, sie nochmal auf die T-Seite zu lassen, die Bulgaren, ich... Ich weiß nicht. Not amused. Eieiei. Ich glaube, ich kaufe jetzt auch so richtig schön Pfefferbeißer nachher. Muss einfach sein. Also, ab geht's. Halbzeit Nummer 1 zwischen Team Spirit und Mortal Kombat. Gehen wir es nochmal an. Letzte Map des heutigen Tages. Wie gesagt, wir hatten ja nur dieses, nur in Anführungszeichen, dieses eine Best of 3. Wenn das dann rum ist, dann sind wir für heute auch erstmal fertig. Also es kommt spontan noch irgendwas. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und ich bin natürlich gespannt. Es wäre jetzt die erste Pistol Round, die Mortal Kombat hier gewinnen könnte, falls sie sie holen. Gott, hat Zotfig aber wunderbar gelöst hier in der Mitte. Jetzt erstmal sich vorbeilaufen lassen und dann die beiden Reflex gesetzt. Einmal auf 4 gegen 3, also wieder mal eine Überzahlsituation. Sollte es hier schon wieder den ersten Retake geben? Ich weiß es nicht. Auch der A-Spot auf Cash ist sehr, sehr gut retakebar. Zotfig. Ja, das machen sie gut. Also sie. Bubble trifft sie ja doch überhaupt nicht einfach. NKL kann dann auch nichts mehr machen, muss sich da gegen 4 Leute durchsetzen. Da hat er keine Chance. Also, die Position close, nicht überprüft in der Mitte und dafür auch absolut den Preis bezahlt. Counter-Terrorists win. 1 zu 0. Oh ne, ich kann mir die schon wieder Döner holen, ne? Ich hatte jetzt echt viel Döner in letzter Zeit. Also, selbst für meinen Maßstab viel Döner. Und das soll schon was heißen. Wobei, einer geht eigentlich immer. Kann man auch Dönersucht entwickeln? Ich weiß es nicht. Ja gut, wir sehen den guten alten Forceby. Trotz gelegter Bombe mal wieder eine Gegenkaufrunde von den Spielern von Mortal Kombat. Sie spielen sich da erstmal sehr, sehr langsam ran. Also man erwartet auch hier auf Cash wieder ein recht offensives Spiel von Spirit, was jetzt auf den anderen beiden Maps auch definitiv der Fall war. Aber in dieser Runde halten sich, oder hält sich das überwiegend russische Team hier erstmal zurück. Warten da auf einen vielleicht passenderen Moment, um dann auch wirklich reinzupushen. Wahrscheinlich, weil sie auch gerade damit rechnen, dass halt jetzt so viel abgezielt wird einfach. Ein Sitz auf jeden Fall in der Mitte, dann der Refrag gegen Deathcost, also er konnte da nicht so viel Geld farmen. Zotfig kann dann allerdings den zweiten Spieler, der dann in der Mitte auch noch rausgepusht ist, wieder neutralisieren, eliminieren, aus dem Leben befördern, in die ewige Jagdrunde schicken, killen, fraggen, töten. Jetzt macht die mal hier auf dem Spot weiter. Das ist auch cool, naja, war jetzt nicht der schönste Spray von Welt, aber er hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt und auch Zotfig ist dann nochmal hier mit dem Kill am Start. Also 2 zu 0, Team Spirit, noch ein Ründchen obendrauf. Und vor allem Mortal Kombat wahrscheinlich mit einer Sparrunde, obwohl sie haben die Bombe geplättet, könnte man vielleicht wieder kaufen. Wäre dann der gleiche Ablauf wie auf Mirage, der gleiche Ablauf wie auch schon auf das 2. Spidey da ist wieder da, der hat nur einen kurzen Disconnect oder ist kurz disconnected. Naja, also der Döner bei uns ist nicht so teuer hier in Berlin. Das heißt eine Triple Mark für den Döner oder 2,50, je nachdem. Also 2,5 Marks. So, es scheint aber immer noch Probleme zu geben, sonst hätte man die Pause wahrscheinlich schon wieder aufgehoben. Also, wow.
Ja, Rip. Ich glaube, allein durch mich ist der Döner in Berlin einfach wieder um 50 Cent runtergegangen. Ja, bist ja Angebot und Nachfrage. Oder so. Ja gut, jetzt schauen wir erstmal, ob Mortal Kombat hier auch die Nachfrage nach ihrer ersten T-Runde stillen kann. Letztendlich Sotfick hier wieder mit. Mittlerweile haben sie sich echt gut eingeschossen. Also Spirit hatte auf das 2 durchaus noch Probleme mit dem Aiming auch, aber das, was die jetzt momentan abliefern, ist echt ordentlich. Und es ist vor allem auch wieder ein echt solider Einstieg. Und wenn Mortal Kombat sich da jetzt wieder so vertiltet mit ihren ewigen Force-Buys, dann kann es halt genauso gut sein, dass sie ihn da auf Catch auch nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, und genau in dem Moment passiert dann natürlich wieder das. Ja, jetzt kann man den Spot hier ziemlich gut verteidigen, aber ich denke trotzdem nicht, dass Bailey da die Runde holen können wird. Ja, das war, hat Gebarken da sehr gut gelöst, ist ihm einfach reingesprungen, anstatt ihm geradeaus reinzulaufen, denn sonst hätte er wahrscheinlich diese Runde abgegeben. Aber so gibt's das 3-0. Und wie gesagt, Mortal Kombat, ach komm, hört doch auf. Trotzdem in der Kaufrunde, ja, sie hätten vielleicht nochmal eine Kevlar-Eco einschieben können, aber sie kaufen es trotzdem wieder sofort. Es geht halt wieder sehr auf Kosten der Granaten. Ich weiß nicht, haben die dann jedes Mal wieder den Gedankengang, oh, jetzt könnten wir unseren Gegner mal überraschen, indem wir Forcebein. Every Team, I kree every Team, wenn es so weitergeht mit denen. So, Tür geht gleich auf. Sotfick war schon perfekt draufgezielt. Schöner Spray. Junge, hat er das gut unter Kontrolle gehabt. Zwei Leute rausgenommen, einen auf 60 HP runtergeschossen. Wunderbar hier von Sotfick die ganze Geschichte schon mal gelöst. Jetzt hat auch Niki nur noch 4 HP, NKL mit 12. Also, ich denke mal, von der Runde kann man sich gedanklich schon verabschieden. Wieder ein Spieler extrem lange am B-Spot geblieben, um einen eventuellen Backstep zu verhindern. Aber sie stehen dann auch nicht unter so großem Verschiebedruck, weil sie einfach nie den Spieler verlieren. Oder zumindest nur einen dann immer. Und das ist dann auch kein Problem in der Situation. Und Niki geht down, NKL. Last but not least. Ja, 12 HP ist halt wahrscheinlich zu wenig, um da irgendwas zu machen. Genau so ist es. 4-0, Team Spirit gewinnt also auch diesen Retake. Aber wie gesagt, die Runde wurde eigentlich schon vorher gewonnen. Also das war nicht wirklich der Retake, der die Runde geholt hat, sondern das haben sie vorher schon so ordentlich aufgehalten, dass man dann letztendlich diesen Retake auch so sauber und so einfach ausspielen konnte. Ja, Mortal Kombat. Ist es jetzt... Okay, gut, aber das, ja, das wird jetzt trotzdem so gekauft, dass man nächste Runde noch genug Geld hat. Ich dachte jetzt fast, ich muss hier gleich in die Decke gehen. Ist lustig, weil in die Decke kann man eigentlich gar nicht gehen. Das ist Blöcke auf jeden Fall. Naja, gut, der Push durch die Smoke. Ist hier nicht allzu erfolgsversprechend. Letztendlich würde er auch komplett zerlegt. 5 Euro ist normal für Megadöner. Komm mal nach Berlin. Bei uns gibt es den Big Döner für 4 Euro. Hier ist das Paradies, Jungs. Ich sag's euch. Und vor allem ist es nicht irgendwie so ein Lappendöner, sondern es ist ein 5-Kilo-Döner dann. Also auch der normale Döner schon. Der Big Döner ist dann 10 Kilo. Da wird einfach nochmal gedoppelt. Manchmal wird er sogar potenziert, wenn du Glück hast. Da bekommst du den 25-Kilo-Döner. Aber das ist sehr selten. So, jetzt haben wir die erste ordentliche Waffenrunde von Mortal Kombat. Ja, wo sie wirklich mal normal kaufen können. Wo in Berlin gibt es Döner für 3 Euro in Spandau? Beim Kristalldöner. Und für 2,50 bei mir in der Pichelsdorfer Straße sogar noch. Also noch billiger. Also wie gesagt, wenn ihr... Der Döner beim Kristall ist sehr, sehr gut. Es gibt auch noch einen, der direkt an der Kreuzung ist. Der ist neben dem Bierbrunnen, heißt das Restaurant, beim Ibis Hotel in Spandau. Den kann ich euch auch empfehlen. Der ist auch sehr, sehr gut. Aber Spandau ist halt schon ein bisschen außerhalb. Also da musst du schon ein Stück weit fahren. Glaube ich, würde es jetzt ja nicht unbedingt lohnen, weil in Berlin drin gibt es sicherlich noch bessere Döner als hier. Da bin ich mir
sehr, sehr sicher. Und in der Altstadt in Spandau gibt es auch noch einen sehr, sehr guten. So, jetzt aber wieder weg vom Off-Topic, zurück zum Spiel. Niki hier mit dem First Break in der Mitte. Toni bzw. Kibarkin konnte dann den Rebound nochmal setzen. Allerdings hat Bubble hier nochmal einen Kill gefunden, sodass man jetzt hier in dieser ersten Waffenrunde eben eine Überzahlsituation rausspielen kann, die Niki natürlich mit seinem Frag jetzt in der Mitte noch besser macht. Ja, sehr schön, Sotfik kann Niki zumindest nochmal rausnehmen. Also man hat ein 2 gegen 3, das ist schon auch im Bereich des Machbaren. Es ist ein schwieriger Retake, aber ist durchaus noch holbar. Man muss natürlich jetzt nur ein kleines bisschen aufs Gaspedal drücken, denn die Bombe, die tickt auf jeden Fall gegen Team Spirit, das ist ja gar keine Frage. Und DevCos bekommt den ersten Spieler. Sehr sicher ausgespielt mit dem Molotov. Gute Kombination, vor allem eine tödliche Kombination. So, den ersten Spotspieler facen, aber Spidey, der holt einfach beide im gleichen Spray. Und das ist die erste Runde für Mortal Kombat. Die hat auf jeden Fall schon mal sauber funktioniert. Schau mal, jetzt gibt mir direkt ein bisschen mehr Gas Richtung A-Spot. Sotfik hat da auch schon den Hit abbekommen. Das traut sich nochmal rein, jawohl, und der kriegt den Kill auch. Der ist wirklich unglaublich sicher heute mit seiner AWP. Sehr, sehr wenig verschossene Schüsse bisher. Letztendlich dann auch mit dem zweiten Kill gegen die Main. Also es ist echt unglaublich, was der gerade abliefert. Jetzt hat sich da nochmal für den A-Spot entschieden bei Mortal Kombat. Ein Spieler über die Tür, ne, alle drei sogar über die Tür. Moment, ich hab's falsch gesehen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist die Swordfig in der Nähe, der jetzt nicht mehr allzu viel AP übrig. Ich hatte auch Dima schon ein bisschen angeschossen, also ich denke mal, die Chance an sich auf den Spot zu kommen, gar nicht mal so schlecht. Wenn man allerdings mit dem Boost nicht rechnet, dann wird man zumindest einen Spieler verlieren. Da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Victor jetzt mit 6 AP noch überlebt. Und vor allem dann halt auch Dima auf dem Spot ein bisschen unglücklich gewirkt. Es wäre besser für ihn gewesen, wenn er einfach noch länger versteckt geblieben wäre. Denn dann hätte Swordfig erstmal für Verwirrung gesorgt und dann hätte er rumziehen können, wenn die Gegner auf Swordfig fokussiert sind. Oh, es ist nur schade, dass man diesen Retake hier nicht abgibt, was halt ehrlich gesagt ein bisschen bitter wäre. Ja, da kommt die Barke auch schon aus der Main raus. Wurde lange genug für ihn abgelenkt, dass man nicht mehr mit ihm gerechnet hat oder noch nicht mit ihm gerechnet hat. Und dann letztendlich die Runde Nummer 6 für Team Spirit. Also die Gegenrunde gibt es direkt wieder ins Gesicht und das vermute ich mal fast mit Mortal Kombat zu einem Force verleiten. Ist jetzt nur so ein Gedanke von mir. Ah. Mann, bin ich gut. Wie habe ich das nur readen können? Ich weiß nicht. Es hat schon einiges an Gedankenarbeit erfordert. Ich musste alles durchrechnen und so weiter. Taschenrechner raus. Aber es kam so. In der Altstadt gibt es auch einen guten Asiaten, das ist absolut korrekt. Da gehe ich auch ab und zu hin. Dima wieder mit dem First Frag. Das ist alles, ei, bitter. Bitter für Sotfig. Jetzt wurde er genau im falschen Moment erwischt. Ungünstiges Timing einfach nur gehabt. Mortal Kombat versammelt sich jetzt erneut. Diesmal wollen sie die ganze Geschichte auch mit Backstabber ausspielen. Zumindest hat man jetzt NKL diese Runde, ne Moment, Bubble, es ist diese Runde noch ein bisschen abseits positioniert. Kann also durchaus sein, dass er dann später nochmal reinpushen soll. Jetzt aber fürs Erste. Na okay, er ist also wirklich drüber geschoben. DevCosta wieder auf dem A-Spot. Den ersten hat er schon wieder rausgenommen. Ja, hat sich wirklich schön verändert, aber dann ist irgendwann auch Schluss, da wird er von der Tech 9 weggeholzt. Und damit hat man das 3 gegen 3 und die übernommene AWP. Und so eine AWP kann in der Bombspot-Verteidigung wirklich eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen. Jetzt schauen wir mal, Bubble hat den ersten schon gepickt. Dima ist da gerade in den Down gegangen. Cody und Kibarkin jetzt also im 2 gegen 3. Aber Bubble halt wieder mit relativ wenig HP, aber es sieht jetzt nicht so danach aus, als ob sie das wirklich noch angehen.
Boah, jetzt muss aber echt schnell gehen. Und da muss jetzt alles sitzen. Und es scheint auch alles zu sitzen. Aber Bubble kann es wieder gerade so retten. Ein Spieler überlebt. Erneut ist es ein Spieler, der hier einen Double Spray setzen muss. Gerade eben war es gut am Sitz zu zweit überlebt, aber da war Spidey dann, der beide rausgenommen hat am Schluss. Und diesmal dann letztendlich halt die beiden Kills, die da am Schluss auch nochmal kommen von Bubble. Ja, und jetzt muss man dann wirklich schauen. Das wird ihn halt, es kostet ihn halt wieder extrem viel Geld. Und wenn sie jetzt eine Gegenrunde nochmal kassieren sollten, sie müssen ja jetzt schon mit Galil spielen. Jetzt stellt euch vor, was passieren würde, wenn man nochmal eine Runde verliert. Dann sind die komplett kaputt. Also Team Spirit eigentlich mit der Möglichkeit, den Gegnern hier wieder das Süppchen zu versalzen. Diego durch Smoke durch. Eieiei, und das ist jetzt, weiß ich nicht genau, warum man das unbedingt so erzwingen wollte. Ich meine, sie hatten ja eigentlich eine Waffenrunde. Zu 2. Und wie gesagt, jetzt normalerweise fast so eine Doppel-Eco, also eigentlich wäre der Force-Ball jetzt verständlich. Ausnahmsweise mal. Ey, es ist halt echt, das ist ein einziges Geforce hier. Auch wenn es, wie gesagt, jetzt in dieser Situation echt in Ordnung geht, aber es wird einfach nur noch reingeforst. Damage. Kann zwar bisher noch keinen rausnehmen, aber auf jeden Fall ordentlich Schaden verteilt. Sotwig ist dann eher derjenige, der hier der Cleaner sozusagen ist und erstmal aufräumen soll. Ja, schön von Cody, da hat man das Tapping mal gesehen, das neue im Einsatz. Und dann ist der Retake hier auch erfolgreich. Gut, Bombe ist aber gelegt worden. Könnte man sich ja fast wieder einen Force-Buy überlegen. Ist es eine Kevlar-Eco? Kann man das so bezeichnen? Ich meine, dass das jetzt ein bisschen was kaufen ist schon okay. Und wie gesagt, loser Bonus steigt. Ich bin jetzt bis gerade im. Ja, doch, es passt eigentlich alles, ja. Okay, ich war jetzt bis kurz ein bisschen irgendwie am Schlauch gestanden. Das sollte sich eigentlich ziemlich gut ausgehen vom Geld her. Gut, jetzt ist nur die Frage, was hat man diese Runde vor? Auf jeden Fall scheinbar über die Mitte hier nochmal das Ganze anzugehen, also wohl ein A-Split. Ja, ob jetzt die Mitte verspätet nachkommt oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Zone 2. Nicht mehr ganz. Bubble konnte ihn da tatsächlich noch rausnehmen, hat aber selber sehr, sehr viel kassiert. Ich meine, ich gucke aber die AP-Zahlen an. Die Runde sollte im Normalfall jetzt keine größere Bedrohung mehr darstellen, so. Außer Bubble macht hier noch ordentlich was aus. Mit seinen eigentlichen Low-HP. Aber es scheint ihn auch nicht wirklich allzu sehr zu interessieren. Victor, jawohl. Defcost zieht da sehr nah an die Kante, drückt aber auch schnell genug ab. 9:2. Wie gesagt, jetzt, ja, vom Geld her geht es sich aus. Pause-Call bei Spirit, das wird wohl ein Problem sein. Ein technisches Problem. No Sound, okay, wie auch immer das passieren kann. Trinkspiel für das Match bei jedem Force einen kurzen trinken. Um Gottes Willen. Die ganzen Arztrechnungen werde ich aber nicht bezahlen.
So, Handpause wieder gecallt. Aber gut, ich meine, also bisher muss man ganz ehrlich sagen, Team Spirit ist hier halt absolut gut wieder im Spiel. Also sie haben Mortal Kombat gut im Griff, was halt auch teilweise wieder daran liegt, dass die Economy halt ständig so auf diese Force-Buys getrimmt ist. Jetzt wird eben wieder gekauft, es sind wieder zwei Galils dabei, man geht nochmal stumpf vor B. Gerade eben wurde man da ja ordentlich zerlegt, diese Runde ist die Aufstellung aber auch anders von Team Spirit. Also sie stehen jetzt nicht mehr close, sondern sind da sehr, sehr weit weggegangen. Von dieser Position vor B von der T-Main. Schöner Molotov, der gefällt mir gut. Leider ein kleines bisschen zu kurz geflogen. Trotzdem können Goldie und Kebaken hier die ersten beiden Frags setzen. Bisher noch kein Spieler verloren. Jetzt geht Kebaken down. Aber sie haben eigentlich genug Zeit rausgeholt, dass die Mates eben sehr, sehr schnell nachschieben können. Gut, sie müssen sich zwar jetzt am Van verraten, aber das hilft nichts in der Situation. Spyleader hatte sowieso keine Zeit, sich vorzubereiten. Wurde da instant einfach nur aus dem Leben geschossen. Bubble legt wenigstens die Bombe. Trotzdem wird er kassieren. Auch wenn jetzt hier nochmal der Molo auf den Spot fliegt und den Defuse kurz verzögern wird. Die Runde geht dementsprechend trotzdem nicht verloren, sondern sie wird auf jeden Fall an Team Spirit gehen. Wunderbar ausgespielt einfach. Das ist einfach nur gut. Alles absolut im Griff, da wird wohl nichts schieflaufen. Aber wenn sie so weitermachen, dann ich meine, sie stehen ja selbst jetzt mit diesen 10 CT-Runden eigentlich schon ziemlich gut da. Also wir nehmen jetzt mal an, es würde dabei bleiben. Und wonach es ja momentan nicht aussieht, dann wäre das auch schon ziemlich gut. Ja, das wäre ja eigentlich schon der nächste Glockenschlag, wenn neben Godsend auch Mortal Kombat noch so früh rausfliegen würde. Denn es ist ja, wie gesagt, das Achtelfinale. Und es gibt hier keinen Lower Bracket oder sowas. Wenn du jetzt rausfliegst, bist du raus. Der Gewinner übrigens, der muss dann gegen Envy erst antreten, gegen die Franzosen. Die jetzt vielleicht momentan auch nicht unbedingt in Topform sind. Also vielleicht sogar für Team Spirit ein machbarer Gegner. Wer weiß, was daraus noch wird. Ah, Sotvik mit dem ersten Kill. Also wieder die Überzahlsituation bei Team Spirit. Da lässt man halt auch die Sandsäcke unüberprüft. Also das ist halt natürlich... Das sind dann halt auch Fehler, die einfach passieren. Sotvik wieder mal aus dieser Position gegen die Tür. Es ist auch extrem schwer, irgendwie dagegen zu aimen. Das ist einfach eine komische Position, die er da hält. Ja, Cody nimmt den ersten mit. Face den zweiten sogar nicht mehr direkt, sondern hat auf sein Mate gewartet. Und Defcourse setzt dann letztendlich auch den Kill. Also 11-2, Team Spirit weiterhin mit einer unglaublich guten Leistung. Vor allem Solfing muss man jetzt mal ganz klar auch hervorheben. Gerade hier auf Cash 20-6. Er hat doppelt so viele... Nee, Moment. Defcourse kommt noch mit 13. Aber danach doppelt so viele Kills wie der dritte und viertbeste Fragger quasi. Also da fehlt sich einfach nichts. Und selbst die haben ja dann... Also Bubble hatte da gerade mal 10 Kills quasi. Ja, der ist der Top-Fragger seines Teams. Der Rest fällt da schon ordentlich raus. Vor allem NKL tut sich ja gerade sehr, sehr schwer. Wobei auf der anderen Seite jetzt aus 13 Runden 4 Frags bei Victor und 5 bei Spider jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Er sieht die Sandsäcke leider nicht, Bubble war dann abgelenkt. Sotvik zieht rum, sofort wieder den Headshot reingedrücken können, aber Victor hat sauber aufgepasst. Konnte sowohl den Z-Gang als auch den Spieler am Sandsack dann letztendlich breaken und dann Dima wieder mit dem Double-Kill. Aber dann starten die beiden da auch wieder so eine Aktion, anstatt erstmal wieder Mates zu warten. Trotzdem, Dima muss ins 1 gegen 2, nachdem Defcos hier von NKL nochmal rausgenommen wurde. Wann sie gegen Envy spielen, das steht noch nicht fest. Das ist quasi noch in der Planung sozusagen. Genau, und der Gewinner spielt gegen Envy, ja. Das ist richtig. Oh, Dima, Frag Nummer 1 sitzt. Das ist der dritte von ihm in dieser Runde. Und jetzt fehlt, oder würde nur noch NKL fehlen, aber Dima ist ein bisschen zu aktiv von sich selbst aus geworden. Hat sich da genötigt dazu gefühlt, irgendwas zu spielen. 11-3.
jetzt in letzter Runde der ersten Halbzeit. Mortal Kombat muss trotzdem wieder mit zwei Galils ran. Victor hat auch nur eine Flash dabei. Niki trotz der Galil nur eine Smoke. Und auch Bummer mittlerweile schon wieder ohne Granaten. Oh, Sonfig, da reicht auch gar nicht auf den gezielt, aber geht nochmal rum. Und er hat einfach die Confidence, der hat die Eier vor dem Herrn natürlich jetzt nach so einem Spiel. Da kann man auch gerne mal zwei, dreimal reinziehen. Gut, nach dem dritten Mal war es dann vielleicht echt zu viel. Aber letztendlich hat er damit die Runde wieder sauberst eröffnet. Man hat jetzt einen Spieler auf jeden Fall noch mehr auf dem Feld. Man weiß, dass die Bombe auf jeden Fall in der Tür unterwegs war. Und das ist halt schon mal einiges wert. Dima bleibt hier auch erstmal noch am Gelben stehen. Jetzt bewegt sich Mortal Kombat da langsam, aber sicher nach vorne. Geht jetzt einfach auf Contact mal raus, was auch wunderbar funktioniert. Dima wird hier schon mal aus dem Leben genommen. Aus dem Spiel genommen, Moment. Aus dem Leben haben sie noch nicht ganz genommen, hoffe ich zumindest. Ah, DefCos verschießt halt leider auch. Und das ist jetzt Tatsache eine der wenigen Situationen, auch wenn es gerade so eine entscheidende ist, eine der wenigen Situationen, in denen wir ihn heute haben verschießen sehen. Wie gesagt, ist natürlich jetzt bitter, weil es direkt so eine war, die vielleicht sogar die Runde hätte entscheiden können oder zumindest nochmal möglicher gemacht hätte. Also muss man jetzt halt eben in den 2 gegen 3 retake und der wird schon happig. Vielleicht macht ihn leider auch selber blind. Trotzdem kann Cody dann noch einen Break setzen, ist jetzt hier ordentlich am Hin- und Her rotieren. Wen soll er zuerst facen? Main kommt jetzt raus, allerdings war seine Waffe leer. Deswegen dieser kurze Blick auf den Boden, ob er vielleicht schnell eine picken kann, aber da war nichts. Und so also das 11 zu 4, trotz dieser schönen eröffneten Runde. Durch Sotfick, der wirklich mit 23,8 auch eine absolut klasse Performance abgeliefert hat. Das muss man ihm einfach lassen. Na gut, das kann natürlich jetzt hier leider ein relativ schnelles Ende finden, falls Team Spirit sich die First Round sichern sollte. Dann kann es hier relativ unschön werden. Auf der anderen Seite Mortal Kombat, gewonnene First Round, 11-7. Dann sind nur noch 4 Runden Unterschied da. So ein L4 klingt auch immer recht eindeutig, ist es auch, aber kann halt trotzdem auch schnell ausgeglichen werden. Also es ist nicht in unendlicher Ferne da nach den 4 Runden, vor allem wenn man die First Round holt, wieder zurückzukommen. Wenn sie nicht holt, ist es wieder eine andere Geschichte. So, was ist da jetzt los? Also, okay, WC. Na gut. Lass mal nochmal durchgehen. Wir machen dabei lustige Klickgeräusche. Aber wer erkennt's? Und ein blauer Gegenstand. Wieder kein Knife. Yay. So. Da sind sie wieder, die alten Schlawiner, und dementsprechend können wir weitermachen. Und Werbung. Schade. Schar.de, aber wie gesagt, das habe ich hier leider nicht im Griff. So, jetzt schauen wir auf diesen Argo von Team Spirit in der ersten Runde. Ja, das zweite schöne Flash hier auf jeden Fall. Die hat die Spieler sauber in Verlegenheit gebracht. Victor, oh, was? Da holt er einfach nur zwei Leute ab. Super, super wichtig. Jetzt haben wir wenigstens ein 3 gegen 3.
Oh, da wird die mal schnell gepusht, aber Bubble trifft ihn halt überhaupt nicht. Er hatte so lange Zeit, ihn da abzuholen. Zumindest Nikki gegen die Main. Oh, Dima läuft da wieder irgendwie YOLO auf dem Spot rum. Sowas sind Fehler, die man sich eigentlich nicht erlauben darf. Auch gegen Mortal Kombat nicht. In dem Moment bleibt sie jetzt aber erstmal unbestraft. Schöner Headshot am Vorbeilaufen von Death Cross. Aber das ist natürlich auch die Stärke der Tech-9. Und jetzt ist es nur noch NKL. NKL im 2 gegen 1. Der erste sitzt und es ist ein 1 gegen 1 geworden. Die Bombe tickt natürlich schon relativ schnell. NKL weiß genau, wo Death Cross steht. Aber auch der hört ihn rechtzeitig. Kann rumsteppen, nimmt ihn raus. Und holt damit die 12. Runde für Team Spirit. Und jetzt wird es verdammt knapp. Verdammt, verdammt knapp. Für die Spieler von Mortal Kombat. Das könnte gut sein, dass sie hier jetzt wirklich ein unschönes Ende bekommen. Ja, sie wirkten halt auf das 2 einfach noch so solide. So überzeugt. So confident. Aber das ist echt auf Mirage verschwunden und jetzt auf Cash fast überhaupt nicht mehr zu sehen. Defcos hat den einzigen Frag gesetzt, den sie jetzt gebraucht haben, um hier die Bombe zu legen. Den Rest hat man sich erstmal zurückgezogen. Sauber ist immer Nummer 1. Gegen Bubble wird nochmal ein bisschen reingesprayt. Hat ihn jetzt aber auch nicht so gut getroffen. Die Main kommt einer nach, ist aber angesagt. Dementsprechend kein Problem hier den Frag zu setzen, sogar noch mit Headshot. Für die Fans. Auf die zweite saß er oder hätte zumindest gesessen, wenn der Spieler noch länger überlebt hätte. Und dann räumt Death Cross einfach auf. Also 13-4, wieder ein Ründchen mehr aufs Konto von Spirit. Das sieht sehr gut aus für sie. Jetzt haben sie nämlich nochmal die Eco vor dem Näschen hier von Mortal Kombat, wobei die Forceball wahrscheinlich rein, so wie ich die kenne. Nein, also normalerweise ist das wirklich eine. Okay. Ich sag nichts mehr. Zumindest sofort zerlegt. Ja, der Frostball scheint da nicht wirklich aufzugehen. Denn auch in dieser Runde ist der Ausbot komplett wieder futsch. Man entscheidet sich dann zu dritt, sich einfach zurückzuziehen. Es wird die 14. Runde sein für Team Spirit. Ich muss irgendwie an Team Spirit denken. Also, ne? Das ist wieder so ein Name. Also sind jetzt alle drei in der CT-Base, das könnte böse enden. Außer natürlich Team Spirit ignoriert die CT-Base einfach komplett. Ja, gut, dann wird es halt nicht böse enden. Jetzt gehen wahrscheinlich ausgerechnet die mal mit der AK rein, oder? Ne, gut, zum Glück auch eher vorbeigegangen. Ja, das wäre jetzt bitter gewesen, wenn man da die AK halt noch verloren hätte, weil die anderen das vorher nicht überprüft haben. Wow, 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 das war gar nicht mal so knapp. Gar nicht mal so weit weg. Na gut, wenigstens kann man sie mit diesen drei gesaveten Waffen jetzt nochmal den einigermaßen ordentlichen Force-Buy leisten. Da ist schon mal ordentlich Damage in die Main reingeflogen. NKL hat einen rausgenommen und einen low geschossen. Trotzdem, die beiden Reflexe auf dem A-Spot sitzen halt wieder. Kibakian traut sich sofort zu facen gegen Kurz und es war wohl zu viel des Guten. Zumindest in dieser speziellen Situation, auch wenn Victor hier nur noch 23 AP hat. 4 AP korrigiere nach der Nade. Death Cross, Vorsicht, immer vorsichtig sein. Wenn ihr euch vor eine Smoke stellen wollt oder hinter eine Smoke, dann geht niemals direkt an solche Wände, weil die werden nämlich das erste, genau das passiert, die werden immer als erstes abgesprayt. Victor muss jetzt aber trotzdem im 1 gegen 1 Run mit nur noch 4 AP. Der ist nix. Und er hat ihn gesehen, jawohl, Cody ein bisschen gestruggelt, aber der Spray sitzt. 15-4, Team Spirit mit der, ja, möglicherweise schon entscheidenden Runde in diesem Spiel. Und wer hätte das vorher noch gedacht, vor allem, dass sie hier auf Cash so übel drüber fahren. Also das ist ja jetzt schon, das ist schon dominant. Eine Runde trennt sie ja noch von ihrem Dream. Und damit wären sie weiter im Starladder Invitational.
Nummer 2 im I-League Invitational. Wenn sie diese eine Runde noch holen, dann müsste man als nächstes gegen Envias ran im Viertelfinale der EU-Qualifikation. Wie gesagt, die beiden Teams, die die Halbfinalspiele gewinnen, die sind dann jeweils für die Playoffs auch gesetzt. Also würde schon noch einiges an Arbeit vor Team Spirit stehen, aber dafür gilt es erstmal, diese letzte Runde noch einzusacken. Denn vorher gibt's nichts. Vor 15 Runden kann man sich in diesem Spiel leider... Oder kann man sich einfach nichts kaufen. Ohne leider. Dima wird rausgenommen. Reflex sitzt indirekt, ja, durch den Molotow. Also auf jeden Fall den Gegner wieder dezimiert. Oh, schön von Victor hier. Den Gegner da in der Smoke oben abgeholt. Death Costs. Nur 37 HP. Trotzdem ist Nicky der letzte verbleibende Spieler. Und es ist vorbei. Gibt's aber die Ratsche. Team Spirit mit 16 zu 4. Und das ist schon ein ordentliches Ergebnis hier gegen Mortal Kombat. Sich sauberst durchgesetzt. Und wie gesagt, ich kann es sich nochmal grafisch veranschaulichen.